Thank you.
Somewhere by the end of sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring a change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change, you and I. So, und damit seid gegrüßt. Willkommen zu einem neuen Stream. Ja, wie ich schon im Chat geschrieben habe, heute noch ein kleiner Gamescom-Nachholstream. Deswegen habe ich hier nochmal zum letzten Mal nochmal das Gamescom-Intro reingeworfen. Wir spielen heute zusammen mit Modi Hamster Playground. Und anschließend Fall Guys. Das machen wir dann auch. Habe ich schon mal installiert. Habe ich die ganze Zeit eigentlich installiert. Und ich schmatze noch ein bisschen ins Mikrofon, weil ich gerade noch einen Mintbomber lutsche. Ich höre mal rein, ob ich zu hören bin. Sehr schön. Klingt sehr gut. Willkommen, Mordi. Du sprichst gerade oder sprichst du irgendwie? Nein, im Moment spreche ich nicht. Ah, okay. Weil sonst wäre dein Mikro wieder schlecht eingestellt. Wenn ich überhaupt nicht zu hören bin, dann habe ich mich normalerweise gemutet. Ja. Yep. Okay, na dann. Da spielen wir mal, holen wir noch mein letztes Spiel von der Gamescom nach aus der Indie Arena. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht furchtbar aus. Es sieht aus, als würde mein Computer jetzt entweder gerade 47 Viren haben oder Kryptominen. Eins von beidem. Okay. Also das Hamster Playground oder was? Ja, das sieht so sehr nach Free-to-Play. Hey, gebt uns euer Geld. Oh, nein? Na gut, dann holen wir uns Geld aus. Wir werden sehen. Ich habe ja bei der Gamescom, bei den Indie Arena, ich habe ein Spiel
Welches war denn das irgendwie? Ich hatte eine Demo-Version, wollte ich mir runterladen, da hat mein Virenprogramm mir gesagt, dass du da, hat mir den Download verboten, dass du mir gesagt hast, okay, dann spielen wir es halt nicht. Hat mein Virenprogramm, das hat Schadsoftware erkannt und ja. Ja, ich hab ja auch gerade eine Warnung. Aha, okay, nein, ist nur Audacity, da wissen wir, dass das schon Probleme hat. Alles gut. Ich bin drin im Spiel. Wir spielen Hamster Playground. Ja, gut, ich ignoriere die Fehlermeldung, weil die Server eben kurz war. okay. Ödigst das, ja, das Spiel ist nicht. Das Choose Spiel your ist house. seit 45 Jahren im Early Access. Ich bin Hufflepuff. Ich guck mal, was es macht. Weedig Games. Also, ich möchte mal anmerken, es ist nicht so schlau, international ein Studio Dick Games zu nennen, aber gut. Ja, die Access, ja, So. gut. Choose your house. Ich habe jetzt mein Haus benannt. Können wir jetzt Multiplayer spielen? Ich hoffe es doch. Weil sonst. Ich nenne mein Haus Hans. Warum nicht? Ich spiele das sowieso nur einmal. Oh Gott, die Musik. Aua. Ja, die Musik ist etwas. Okay, ich bin jetzt Mach die mal hier. kurz manuell leiser. Oh mein Gott, das hat meine PC-Auflösung umgestellt. Okay. Das läuft nicht mit 1080. Okay, gut. Okay, click on hamsters or their cars Ich mache halt selected. mal die I'll Musik ein bisschen please leiser hier. ignore. Ja, mach das. Need to take care of your hamsters. Oh Gott, Controls. Dann müsste sei gerade den gruselig. Controls. Click on any icons. Oh Gott, da liegt der Hamster noch drin. Tut mir Resolution kannst du leid. einstellen. Warum ist Windows das hier so Exclusive. unglaublich? Warum ist Warum das ist hier die so Musik übel so nervig? abgeranzt? Warum ist die Musik so nervig? Ich weiß nicht, aber warum sieht das alles hier so unfassbar abgeranzt und ekelhaft aus? Ich sehe noch nichts. Hey, ein Hamster erstellen? Oh, Können wir ich kann Hamster Multiplayer spielen? erstellen. Wie wär's mit Multiplayer-Game oder? Oder spielen Ich wir es weiß jetzt nicht, erstmal ob das Singleplayer geht. oder? Oder Das kommentieren wir jetzt müsste. unser. Also eigentlich ist das ja Koop-Spiel. Deswegen wollte ich es mit dir heute spielen. Deswegen, das wäre schon eine herbe Enttäuschung, wenn es nicht gehen würde. Ich nehme den balanceden Hamster einmal. Finden mal raus, wie wir Weiß das zwar nicht, machen was ich können. tue. Hier eine Baustelle. Ja, ich habe meinen ersten Hamster geholt und Wo hast du das ja. gemacht? Auf dem Pluszeichen. Oh, sehr bedrohliches Warteraum. Oh, ich kann ihn schlafen schicken, okay. Foodie, Sleephead, Oh Gott. Energetik, Balanced. Mach mal Training. Balance Hamster, mach das mal. Ich habe ein Foodie, Sleephead habe ich, Energetik, Balanced. Das sieht so Ich habe krass ein nach Clean Mobile Game Foodie. aus, holy shit. Ich nehme Foodie. Ne, den muss man viel füttern. Energetik. Clean Freak nehme ich. Müssen wir kaufen, ne? Okay. Ja, wie gesagt, das sieht ultra krass In-game nach Mobile Währung. Game aus. Früher Holy oder später shit. wird es in der Game Währung geben. Ja, die Diamanten, Ach, die gibt's schon. den kann ich benennen. Ja. Okay. Es gibt Okay, ein Skins, okay. Hamster. Zylinder. Jetzt bin ich gespannt, ob es da irgendwann eine. Okay, Man sitzt es da. kann den Hamstern Augenbrauen geben. What the fuck? Ist es hier? Kann ich mit dem irgendwie was? How to play? Upgrades, Decorations, Clothes. Okay, kann man anziehen.
Ja, das ist ja. Okay. Wahrscheinlich müssen wir uns die erstmal einrichten und wenn wir die dann eingerichtet haben, können wir uns mit Ich weiß es nicht, denen. ich habe aber gerade alle Münzen verbraucht. Ich kann ihn kacken schicken, wirklich. Warum? Ach so, da oben ist Play. Hey, ich hab's verstanden. Aha. Klamotten. Play mit anderen. Invite Friends. Ja, Ah, ich sehr kann schön. Friends inviten. Warte kurz, Ich invite dich. ich muss mal meinen Hamster sein, bevor ich machen kann. Du hast also auch die Kleidung gefunden. Ich habe auch gerade die Kleidung gefunden. Gestalt meinen noch schön. Sieht gar nicht seltsam aus. Okay, machen wir das noch. Okay, den Schnauzer muss er noch kriegen. Das passt. Ist eine Fellfarbe oder was? Jetzt hier, oh ja. Okay, so ist er, glaube ich, gut. Und kann ich das einkaufen oder? Ja, du musst auf die Symbole der Oh. Münzen in der Mitte Ich klicken. verkackt. Was muss ich machen? Ach so, Du hast den Warenkorb da in einkaufen. der Ah, Mitte. okay. Dann mache ich das nochmal. Dann kann ich mir nicht leisten. Alles klar. Na toll. Ich kann mir nichts mehr leisten. Na doch, kann ich irgendwie schon, aber. Kennt auch rotes Item. Schade, kann ich mir keinen Look leisten. Na, der Versuch war es wert. Okay, eine hübsche Frisur hatte, aber. Was habe ich jetzt gemacht? Hast mir eine Einladung geschickt. Ja. Die müsste ich mal annehmen. Na, klappt das? Okay. Playverse CPU. Playverse Random Players? Nee. Du Playverse kannst Others? doch. Hast du den Wald schon angenommen? Ja, aber bringt irgendwie nichts. Okay, ich bin jetzt irgendwie in der Lobby, aber. Ich schick dir mal nochmal einen Invite, würde ich sagen. So. Tue ich mal hier Funktioniert's? raus. Ich gehe aufs Spiel starten, aber. Ich muss das Spiel beenden und dann nochmal rein starten, aber. Ich kann es nochmal so in dem Bildschirm versuchen. Ich muss sowieso hier. Nee, das wird Also, hast du heute schon nichts gegen mehr. irgendeine random Person gestartet oder was? Nee, aber ich kann hier keiner. Ich kann das nicht. Es bringt nichts, wenn ich. Ah, Mordi. Da bist du. Ah, ja. Refresh oder? Nee. Bist du drin? Ich Join sehe dich jetzt hier bei Party. mir nicht. Ja, Join Party. Ja, Bin ich jetzt da bist beigetreten du. oder bin ich hier? Was ist Du bist es? beigetreten. Juhu! Nee. Dann. So, da bin ich. Und du? Party ist online. Jetzt bin ich Playverse wieder in dem CPU nehme Let's ich an. Race Menü. Ja, ich. Willst du gegen Randoms oder willst du gegen CPU machen? Gegen dich. Weißt du was? Ich guck mal, wir sind jetzt zu zweit in einer Party. Wir spielen nicht gegeneinander, wir spielen miteinander. Und ich hab Bin jetzt ich einfach noch mal in deiner geguckt. Party drin? Ach so, bin ich Du ja. bist noch in meiner Party Ah. drin. Wir spielen einfach mal gegen Random Das ist Player, verwirrend. falls es auf der Welt welche gibt. Da gibt es Leute, die da spielen. Ich weiß es nicht.
Ich hoffe, die Chat-Funktion ist ausgestellt, sonst wird es lustig. Voice-Chat! Voice-Chat an. Ich warte, dass du irgendwas machst. Waiting for players ready. Eins von zwei, was? Das ist sehr verwirrend. Was? Okay, weißt du was? Wir spielen jetzt gegen CPU. Ja, das ist glaube ich besser. Quick Play? Ja. Ah ne, Quatsch, Maze wollten wir. Dann spielen wir gegeneinander. Okay. Novize wahrscheinlich. Wenn man Novize ist. Anfänger. Ich hab eine hübsche Frisur. Ich nur einen Hamster? Ja. Guck mal, ich hab eine hübsche Frisur. Was? Das sieht aus wie eine Hitler-Frisur. Exakt. Gibt's auch einen passenden Bart? Nee, aber es gibt einen hübschen Schnauzer. Ja, den hab ich. Werde. Meiner sieht der passt ganz gut zur Frisur. Meiner sieht aus wie ein 46-jähriger Vater. Okay. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Ich bin hier. Müssen laufen. Click to stop the circle in the green. Was? Ich hab's verstanden. Glaube ich. Ich hab nichts gemacht. Es sind Microgames. Es ist WarioWare. Ich hab gar nichts gemacht. Fight Discard. Die sehen alle so aus. Was? Das ist einfach fucking Mario. Ich hab gar nichts gemacht. Okay. Du musst klicken. Du musst einfach nur klicken. Daneben. Aber der läuft trotzdem weiter. Ja. Der macht trotzdem weiter. Du bist nur schlechter. Aha. Ah ja, jetzt ist er in den Sackgasse reingelaufen, mein Hamster. Verstehe. Meiner war zu fett für die Walze. Richtig. Ah, der ist so. Verhältnis Card, die sind für mich. Achso, jetzt verstehe ich. Nein, verdammt, verkriegt. Ready! You lose. Nochmal. Wollen wir nochmal? Boah, dieser Ladebildschirm ist ein bisschen. Weißt du was? Wir machen nochmal eine Runde. Wir probieren jetzt alle Minispiele aus. Es gibt drei. Also ja. Es gibt vier, aber die anderen sind ziemlich shit. Probieren wir es aus. Ich hab eine hübsche Tapete hier. Ich hab fette essende Hamster. Die Ladespiele sind sehr lang. Passiert hier noch was? Ich weiß es nicht. Sieht bei mir gerade wahnsinnig uninteressant aus. Ach Mensch. Bei mir ist auch nicht viel besser. Ich hab so eine blaue und eine violette Tapete hier mit einem. Dem einen sind Online-Logos drauf, also durch Erdkugeln so Ding, und auf dem anderen sind es Eis, ein Mond und Wolken und Sterne und irgendwas anderes noch. Ja, wie gesagt, ich habe gerade im Ladescreen 4 fette fressende Hamster und einen, der die Speisekarte liest. Aha, das wäre ja mal interessant. Ja, nee, ist wirklich sehr langweilig. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt, ehrlich gesagt. Ja. Mal neu starten. Können wir versuchen. Schließ mal gerade mal. Ich habe es auch geschlossen. Ich weiß nicht, ob das nochmal startbar ist. Ich starte es gerade wieder. Ich auch. Es hat jetzt im Fenster. Warum hat es im Fenstermodus für einen gestartet? Ich weiß es nicht. Server-Login. Choose your host. Jetzt kann ich meinen nicht Host choosen. Ich nehme trotzdem das. Was? Warum habe ich so viele? Okay, cool. Ich nehme wieder das Haus Hans. Ich habe meins einfach. Gründe. Ich habe mein Haus einfach Dickhaus genannt. Mit CK? Nee, mit D. Mit G wie in dem Spiel. Oh, schade. Oh, mein Hamster. Wo ist meine Währung? Ich kann nichts leisten.
Schade, so. Kriegt mir meine Einladung. Du, ich muss mich gerade um meinen Hamster kümmern. Okay. Der muss essen, der muss baden, der muss trinken. Okay. Ist ja putzig, wie der ist. Oh, I got a present. Ich weiß nicht, wo sie geladen sind. Ah, da oben. Pack opening! Okay, das Geschenk. Ich habe noch kein Geschenk bekommen. Mein Hamster hat aufgelevelt. Meiner nicht. Und wo sehe ich was? Ach so, hier, das braucht er, die Geisten. Ah, okay, dafür brauchst du die Dinger und wahrscheinlich die... Alle Bedürfnisse. Ah, für Upgrades brauchst du den Scheiß und für den... Ist ja putzig, die Animationen sind ja sehr putzig. Du, ich dekoriere gerade mal den Trainingsraum ein bisschen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Pugo. An das Handyspiel, wo du so regelmäßig alles machen musst. Es ist halt so krass ein Mobile-Game. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, 420 für das Spielen musst du. 420? Ach, ins Hamsterrad muss er spielen. Leute, das ist ein falsches Ding. Das ist, Hamster sind immer Hamsterräder und nicht. Die fühlen sich da nicht wohl drin. Deshalb wollen sie auch so schnell wie möglich raus? Ja, deswegen rennen die auch. Ich finde Hamster lustig. Aber Hamsterräder sind nicht lustig. Für uns schon, für sie nicht. Nehmen wir doch das, das sieht schön grell und ekelerregend aus. So. Ah, dann habe ich nichts mehr am Deko. Level up, nee. Der Hamster fertig geduscht. Okay. Er will trinken. Ich hab ein Geschenk bekommen. Wo ist Getränk? Getränk ist hier. Was auch immer. Ich hab Geld bekommen. Ja. Okay, der Hamster muss mal was trinken. Ja, meiner auch. Und spielen muss er auch. Muss drin spielen. Und aufs Klo muss er und schlafen. Ist halt ein Haustierkümmerspiel, ne? Im Grunde. Hier gibt's trinken. Ach, der pennt schon oder was? Spielen. Ich höre er pennt. Schlafen geht noch. Wo ist Spielen? Wo spielt ein Hamster? So ziemlich überall hier. Hier spielt ein Hamster. Gott, dieser Mustache, den ich ihm gegeben habe, ist so gut. Meine Frisur irgendwie. Kommst du mal mit? Legt er sich einfach auf den Boden. Der Hamster springt Trampolin, das ist lustig, denke ich. Du musst mal aufs Klo, mein Hamster, wo krieg ich den, wo ist sein Klo? Hier ist sein Klo, glaube ich. Nein, er muss jetzt schlafen. Und dann ist er überall im grünen Bereich. Aha. Und spielen muss mit dem noch. Du hast Trampolin gesagt? Ja. Da, du siehst, was ist... Eine Rutsche. Ausfüllt, ich habe eine Rutsche. Ja, nee, beim Bett in dem Raum. Da hast du einmal das ZZZ-Symbol und einmal einen Ball. Auf den Ball musst du klicken, dann okay. Spielt er. Der rutscht da gerade. Bei mir. Ja, meiner hat jetzt fertig geschlafen, dann werde ich ihn, denke ich, noch ein bisschen in Flügel trainieren. Oh, Level up, yay. Achso, hier mit auf dem Ball-Symbol, ja. Auf dem Trampolin muss er springen. Ey, soll es hier. Das sieht lustig aus. Soll es hier Flügel machen? Du putzierst das Spiel auf jeden Fall. Und ich habe eine Lokomotive. Schon, es gibt mir irgendwie nichts. Ich habe eine Lokomotive gekriegt. Ja, das mit, ja, ich kann mir was leisten. Kann ich mir einen Schnauzer leisten? Ja, ich kann mir einen Schnauzer leisten. Sehr schön. Jetzt kann ich mir wieder nichts leisten. Ich level den Hamster einfach zum schnellsten Vieh, das es jemals gab. Einfach nur, weil ich es kann. Wollen wir nicht nur eine Runde Maze spielen? Können wir gleich.
Mein Hamster wäre jetzt fit. Jo, ich kann einen zweiten Hamster kaufen. Ich max mal eben Agility aus. Level up. Wir haben das Geschenk bekommen. Ach, fürs Training sind die Nüsse da. Ich verstehe. Aha. Hab auch gerade Nüsse bekommen. Und hier ist eine Baustelle. Ja, ist offensichtlich fürs Training da. Ach so, weil du die Nuss dann am Ziel platzierst. Ich verstehe. Dann nochmal ein Samsterrad. Determination. Dann kriegt er als Belohnung, dass er es gemacht hat. Exakt. Eine Nuss. Ich kann ihn noch 13. Oh, ich kann ihn nicht mehr leveln. Okay, wir können spielen. Weil ich level meinen Hamster noch ein bisschen. Ich invite dich schon mal zur Party. Level up. Ah. 50 Geld. Bring ihn auf Max Geschwindigkeit. Ah, ich auch. Schön. Wir denken gleich. Level 12. Ich packe ihm noch ein bisschen Stärke ran. Because why not? Stärke kommt dann auch noch. Schnell und stark, was braucht man? Wollte ich auch gerade sagen. Wir sind dieselbe Fitness, Person. Fitness-Hamster. Da kann ich mir einen anderen Hamster noch leisten. Das Level 16 ist er schon. Oh, der ist süß, irgendwie. So weit daran. Und wird super schnell. Ich glaube, ich kann mir keinen neuen Hamster leisten. Ich kann auch nicht neue Hamster callen. Schade. So, einmal noch, das ist Level 20. Level 20 Hamster. Die Animationen dauern so fucking lang. Kann man den noch über Level 20 heraus? Nein. Level 8, ich habe einen Present. Ich kann mehr Training machen. Yay. Und ich glaube, ich kann mir den Hut leisten. Beste Plan. Noch ein bisschen Kraft machen. Aus irgendeinem Grund macht das auf der Rutsche. Oh, das ist die Frisur, die du hast. Ich verstehe. Gibt es auch andere Bärte? Nein. Nicht der ist auch geil. Level 5 auf Strength. Ne, das dauert mir zu lange. Kriegt da irgendwie dauernd Spielzeug, eine Lokomotive und ein Ding hab ich schon bekommen. Was mache ich denn damit? Spaß haben. Okay. Soll ich Blitz. Jetzt kann ich. Ich brauch 300 fürs Monokel. Hey, sollst keinen Spaß haben, Hamster, du sollst trainieren. Für 300 kannst du auch noch einen Hamster kaufen. Oder für 10 Echtgeldwährung. Ah ja, Echtgeldwährung. Wie viel kostet Echtgeldwährung? Das ist jetzt die Frage. 100 Diamanten für 95 Cent, das ist absolut akzeptabel. Ah ja. Ehrlich gesagt. Also ich spiele ja teilweise Free-to-Play Mobile Games. Das ist vollkommen akzeptabel, 95 Cent für 100 Dinger. Ich nicht. Also ich weiß nicht, wie viel 100 Dinger sind, aber gemessen daran, dass du es scheinbar nur für nur einen geben kannst. Du weißt nicht, was du dir davon kaufen kannst. Ja, ich weiß, aber ich meine... Es ist wie ein Vollgeist, wo du dir für Sachen gar nichts kaufen kannst. Ja gut, Vollgeist... Das ist jetzt auch free to play. Spins, aber... Ja, apropos, ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen Bonus kriege, weil ich das damals für 30 Euro gekauft habe.
noch mehr, wie viel es zum Release gekostet hat. Ja. Weiß nicht, ob ich dafür einen Bonus kriege. Ich hoffe es einfach mal, ansonsten wäre es unfair. Hab's nämlich seitdem nicht mehr gespielt. Ich glaube, du kriegst, wenn du den Season Pass hast, irgendwie gibt's so eine. Das ist der einzige Upgrade, der kriegst du, wenn du. Kriegst du die ganzen Belohnungen, die andere nicht kriegen. Kriegst du irgendwie da. Ach, du meinst, man hat automatisch immer den besseren Season Pass oder was? Ja, mit Season Pass kriegst du, es gibt Belohnungen, da kriegst du Outfits und so weiter und es gibt ganz viele Sachen, die für Free-to-Play-User gesperrt sind und die kriegst du halt nur, wenn du bezahlt hast, kriegst so, okay. Du hast also dauerhaft den Premium Battle Pass. Weiß nicht, wie das dauerhaft ist oder so. Showpass. Werden wir mal sehen. Ich gehe einfach mal davon aus, das wäre dann nämlich extrem fair sogar. Also da bist du so, wollen wir noch eine Runde? Ja, klar, ich max kurz Stärke noch aus und dann let's go. Meiner sieht jetzt echt geil aus. Der Amster ist zwar ein Vollidiot, aber er hat Muskeln. Meiner sieht nicht aus wie ein Vollidiot. So wie ich den gekleidet habe, sieht er nicht so geil aus. Meiner sieht aus, als würde er die CDU wählen. Meiner ist ein klassischer FDP-Wähler. Muss gleich sehen. Hast du Zylinder, Monokel und den gezwirbelten Schnauzbart genommen? Nee, aber du wirst schon sehen. Ach, hast du doch das Hitlerbärtchen gefunden? Nee. Ich hab FDP-Wähler gesagt, nicht AfD-Wähler. Ach so, das ist doch für dich immer dasselbe. Ja, schon, aber. Schöne Aussage. Also im Prinzip ist es dasselbe, aber anderen auch wieder nicht. Kannst du Klugheit leveln? Scheiße auf Klugheit. Jetzt irgendein Grund hat der Schnelligkeit verloren. Muss dem jetzt nochmal leveln hier. Ah, bitte? Der ist auf fett geworden? Er ist auf 19 gesunken, ja, aus irgendeinem Grund. Das muss man irgendwie wieder machen. Dann hast du einfach fett geworden. Das kann sein. Ich level kurz noch einmal auf, da müsste ich eigentlich genug Zeug kriegen. Außerdem hat er dann die Bedürfnisse schön alle voll. Passt. Level up. So, geh duschen. Also, wo geht denn der hin? Sag, wenn du bereit bist. Fürs. Sofort. Er muss jetzt erstmal kurz kacken gehen und dann nochmal eine Runde Trampolin springen. Ja, bei mir ist es noch auf haben, grün. Die ganzen Sachen haben scheinbar auch eine gewisse Haltbarkeit, was ich super dumm finde, aber sei es drum, für unsere Zwecke wird es ausreichen. Ich meine, keiner von uns wird das Spiel wahrscheinlich je wieder anfassen, also ja. Hätte ich für unwahrscheinlich. Lass den noch ein bisschen pennen. Ja, schlafen muss man ja auch. Nein, muss er nicht. Die Frage ist, ob das so ein Spiel ist, was dich anmeckert, wenn du es eine Weile lang nicht gespielt hast. Das fand ich auch. Das geht auf PC nicht. Ich werde es einfach aus der Steam-Bibliothek schmeißen und dann ist gut. Nee, ich meine, es gibt ja immer solche Spiele bei wie war das, wo war das bei, ich glaube Animal Crossing macht das und bei Tomodachi Life fand ich das lustig, wo dann, wenn das Spiel eine Weile lang nicht gespielt hast, kommst du halt dann zurück auf deine Insel und dann sagen die alle, willst du, warst 3 Monate nicht da, das ist, wir fühlen uns an Scheiße, kümmere dich um uns. Das spielt die Nacht. Man kann für Premium-Währung Fellfarben kaufen. Aha. Wow. Habe ich das richtig gesehen, dass man einen Hulk-Hamster haben kann? Warum? Ich meine, ich wäre bereit dazu, aber warum? Jetzt komm mal online play. Kann ein leuchtendes Auge für einen Hamster holen, das ist eklig irgendwie. Play with others. Invite friends. Invite dich.
Ich nehme die Einladung an. Wieder nicht funktioniert? Bin ich drin? Ich bin irgendwo gejoint. Nö, bei mir nicht. Siehst du mich? Nö, eigentlich nicht. Dann schicke ich dir nochmal eine. Ist ein bisschen kompliziert hier. Ja, ist halt nicht gut gelöst. Modi Connecting. Bin ich drin? Jo. Ah, okay, ja. Ich versuche noch mal gegen Random Players. Join Party, Create Party. Ah, da. Waiting for Players Ready, 1 von 2. Kannst du irgendwas drücken? Nö. Ich warte, dass es losgeht, dass du was startest. Ja, cool. Es gibt keine anderen Spiele auf dieser Welt. Ah, ja. Anscheinend. Bin wundert's. Mace hatten wir, dann Skateboard. Okay, ich dachte, wir spielen nochmal Mace aus, aber... Oh, Marvelous und Hammer ist dabei. Ja, das sind Hamster, also CPUs. Du kannst nicht sehen, wie ich meinen Hamster benannt habe, oder? Nö. Siehst du, wie ich meinen benannt habe? Nö. Da steht nur mein Name und dein Name drüber. Ja. Aber siehst du, wie meine aussieht? Ich bin schlecht. Jetzt nicht mehr, sagte er. Verdammt. Ich hab verloren. Wow, ich bin sehr viel schneller als du gewesen. Dann guck dir meinen Hamster an. Guck dir meinen an. Machen wir noch mal eine Runde. Next place. Hast du verstanden, was zu tun ist? Ja, klicken. Manchmal ist es zu klein, dass man das... Verdammt. Na, das habe ich auch versaut. Ich versau jetzt ziemlich alles. Ja. Yeah. Oh. Next Ways. Drag Race. Machen wir einfach alles davon dreimal, würde ich sagen. Dann können wir uns einen Eindruck machen von dem Ganzen. Na, fast. Ach, verdammt. Müssen wir das Maze nochmal zweimal machen? Ja. Vielleicht gewinne ich auch irgendwann mal. Wow. Immerhin besser als die NPCs. Ja, Chain Trace, würde ich sagen. Falls das Spiel nicht wieder abstürzt, natürlich nur. Play versus CPU. Ist mal zweimal Maze. Ja, machen wir noch zweimal Maze. Vielleicht verstehe ich das nicht. Machen wir einfach mal auf Regular. Wir haben ja sehr gut gelevelt, Hamster. Oh, du bist auf die anderen zwei Dinger gegangen. Du hast... Cool. Ich mach meinen Hamster ein bisschen intelligent. So wie der aussieht. Mit Brille und mit der Frisur. Muss aber ein bisschen. Meiner hat einen Monokel. Oh. Oha. Anderes Level. Interessant. Okay. Ach so, das muss ich machen. Ja, habe ich gar nicht kapiert. Fuck, war das? Scheiße. Ja. Durch hier. Ich nix schlau. Wow. Verdammt. Fuck ist das? Lol. Ich bin im Ziel. Verdammt, du bist einfach zu schlau. Tja. Okay, dann noch einmal. Ich habe halt so schlechte Werte im Vergleich. Ich habe. Wie groß ist dein grüner Ring bei diesen Dingern? Meiner ist nämlich ein Pixel. Meiner ist ziemlich groß. Ja, meiner ist ein Pixel.
Verdammt! Dafür habe ich bei Stärke sehr viel. Ja. Durch hier. Der ist ziemlich riesig, der grüne Ring. Fast unverfehlbar. Ich verfehle es trotzdem. Ja, cool. Meiner ist halt ein Pixel. Und ich habe ihn trotzdem vorhin getroffen. Scheiße. Du hast halt Swing auf Intelligenz gemacht. Ja. Oh, ich hab versehentlich Try Again gedrückt. Ja, machen wir noch eine Runde. Gewinne ich noch eine Runde. Ihre Kraft ist halt nicht. Dann komme ich halt nicht durch. Ist er durch hier? Verdammt. Immer dieselbe Strecke. Oh, diesmal hat es geschafft und drüber gehopst. Ich müsste auch gleich kommen, Moment. Ich hab die Karotte schon. Ja. Wollen wir noch einmal auf Master versuchen? Ja. So schwer ist das nicht. Gut. Das ist ein Kinderspiel. Was soll denn da schon schwer sein? Das ist kein Kinderspiel. Das ist ein Frauen Mitte 30 Spiel. Möchte ich einfach mal assumen. Oh, wir werden beide so scheiße hier drin sein. Oha! Pick. Perfekt. Was ist mit dem grünen Kreis passiert? Ist er auch so winzig bei dir? Ja. Ah, Stärke! Da bin ich gut drin. Das werde ich gar nicht schaffen. Ich habe 2 Sterne, ich bin ein bisschen schneller als du. Haha. Ich habe es auch geschafft. Na, immerhin Mech geschafft. Gewinnst du endlich mal, weil du Stärke hast? Ich habe Muskeln, kein Hirn. Komm! Easy. Oh. Das gibt richtig übel Punkte. Next, please. Ich würde sagen, Change. Einmal Master reicht. Okay. Dann machen wir aber die Skateboard-Sachen auch nochmal auf. Ich bin wieder im Wartebildschirm. Hey. Scheint bei mir wieder abgestürzt zu sein. Sein Estate gleich wieder. Bin ich noch in deinem Lobby drin oder? Bist du in meiner Lobby, aber ich kann nicht starten. Ah, sehr schön. Also Vollgeist. Nochmal neu starten, nochmal versuchen die an das andere. Du wolltest ja nochmal. Spiel so nochmal wichtig ist mir das nicht. Ich bin drin. Ich bin Create Party. Ja, genau. Okay, ich weiß was. Warte, ich bin wieder da. Sicher? Ja, bloß gerade nicht im Online-Ding. Ich muss mal gerade. Rating for Players. Gut, ich muss hier also nochmal neu inviten. Alles klar. Ja, ich könnte jetzt. Online kann ich irgendwie nicht anklicken, aus irgendeinem Grund. Ja, das ist alles sehr interessant. Ich schicke dir nochmal einen Invite. No Party Found. Schickst mir nochmal einen Invite aus irgendeinem Grund. Ich habe dir einen Invite geschickt, aber. Du musst mir 3 Invites schicken, damit es klappt. Ach ja, stimmt. Hatte ich vergessen. Oh Mann. Was ist dein Fazit zum Spiel bisher? Ja. Dem schließe ich mich unkommentiert an.
glaube, ich habe Connecting. Ich bin drin. Nice. Hat diesmal nur zwei gebraucht. Nice. So mit CPUs und dann machen wir das noch das letzte im Spiel. Ja. Skateboard 2 auf Regular und auf Master wollten wir nochmal machen. Wir wollten das andere Spiel machen. Wir hatten gesagt, Skateboard erstmal auf Regular und einmal auf Master, so wie gerade eben auch, und dann, ja, mal gucken. Es ist einfach nur länger. Und die Dinger kleiner wahrscheinlich. Der ja, CPU ist gerade ziemlich schnell, oder ist das deiner? Nein, das ist die CPU. Die CPU sind schnell, deswegen verlieren wir beide. Scheiße! Scheiße, wir haben den gegen die CPU verloren. Das ist natürlich auf mir sitzt, ich starte neu. Das ist scheiße, wir haben gegen die CPU verloren. Dieses Spiel wagt es. Warum sind die Namen von den CPU-Hamstern allesamt Anspielungen? Aber schöne Lederklamotten haben die CPU. Sexy. Verdammt. Yes. Ja, das war knapp. Try again. Okay, dann change ich Race und hoffe, dass keiner von uns rausfliegt. Ich den Content, der Contest. Ja. So, Skateboard auf Master. Das kann ja nicht schief gehen. Oh Gott. Der Ladebildschirm starrt mir in meine Seele. Holy. Hast du den jetzt auch mal bekommen mit den 4-5 Hamstern, die dort? Ja. Yep. Ich bin sehr gut, sagte er. Aber ich bin Zweiter. Immerhin. Schaff das nochmal. Diesmal werde ich Erster. Auf welchen Wert geht das hier eigentlich? Das muss doch eigentlich Geschick sein, oder? Beziehungsweise Geschwindigkeit? Keine Ahnung. Das Muskeln? Oh mein Gott. Ich bin schlecht. Oh. Aber Zweiter. Nice. Das ist seltsam, weil ich habe alles eigentlich so perfekt wie nur möglich gemacht. Okay, Eating Contest wollten wir. Ja. Auf geht's. Eating Contest. Noviz. Ja, erstmal einfach, dann schwer, dann Master. Und warum gibt's nur zwei CPUs? Tja, was müssen wir machen? Den richtigen Keks finden. Okay. Verdammt! Hat deiner Rad gepupst? Verdammt! Und das war richtig. Aus irgendeinem Grund. Verdammt! Das war falsch. Verdammt! Ich verstehe nicht, was hier passiert. Nein. Dritter Platz. Okay. Was passiert hier, Modi? Ziemlich viel Shit. Los, try again. Gut, ich mach mal auf regulär, aber ich weiß, dass ich bei den anderen beiden keine Chance habe, weil ich habe halt super geringe Ausdauer war das? Ich weiß nicht. So, regular. Mal sehen, ob ich da schon komplett untergehen werde. Na ja. Da musst du eigentlich sehr stark drin sein. Da müsste man nur... Ich bin zu blöd, die richtigen Sachen zu finden. Verdammt. Wie du das reinschraubst. Yep.
Ich habe mal was getroffen. Klingt immer daneben. Verdammt. Jetzt habe ich zu schlecht. Jetzt war ich zu blöd. Hier. Finde das Richtige. Ich bin zu langsam. Mein Kopf ist zu langsam in dieser Uhrzeit. Verdammt. Ich bin zu blöd. Verdammt. Letzter. Wie habe ich das geschafft? Ach, ich habe trotzdem Geld bekommen. So, Master. Ja, da werden wir halt richtig scheiße sein. Beating Contest Master. Du hast bisher nur gewonnen. Mir wird wieder in die Seele gestarrt. Okay. Was? Oh Gott. Verdammt, das war das Erste. Das darf doch nicht das Erste sein. Was? Oh Gott, die sind super ähnlich, die Dinger. So, ja. Ich hab eigentlich relativ einfacher, aber ich bin halt zu blöd dafür. So, hier. Nice. Dann gewinnt tue ich das sowieso nicht, aber... Zweiter werde ich vielleicht noch. Der eine hat 12 schon. Und auf Platz 3. Cool, Zweiter. Ja, immerhin. Cool. Ich möchte anmerken, das ist das Spiel. Das ist alles an Gameplay, was existiert. Okay. Wir haben hiermit offiziell alles gesehen vom Spiel. Warte, ich muss meinen Hamster wieder füttern. Nein, den muss er nicht. Dann kann ich mir vielleicht was Neues kaufen. Los, ja, ich kann mir was Neues kaufen. Klamotten. Ich upgrade mal Stärke. Ich upgrade mal Agility. Das ist ein schönes Latex-Ding. Und kauf mal die eine Dekoration. Okay, cool. Hamster, mehr Muskeln. So, jetzt habe ich den Monoke endlich gekauft. Sehr schön. Das habe ich schon lang. Ein Latex-Hamster mit dieser Frisur, mit Monoke und mit dem Schnauzer. Interessant. So, Fitness, so. Ich meine, das Leveln geht super schnell und super einfach, aber... Du kriegst jetzt noch ein bisschen... Nee, Geschwindigkeit geht hier gar nicht mehr. Ich mach den noch klüger, ich mach den auf. Du musst Upgrades machen, damit du höhere Werte erreichen kannst. Ja. Erstmal 20 erreichen. Wie macht man Upgrades? Ich habe jetzt Stärke 24. Wie würde man Upgrades machen? 25. Oben auf dem Upgrade-Symbol, also Hammer Upgrades. Und Schraubenzieher. Müsste es genug Schrauben Level haben. Up. Ach, dafür sind die Schrauben da. Dafür sind die Schrauben da. Ich meine, es ist an sich gut durchdacht, aber es hat halt wirklich gar keinen Content, dieses Spiel. Okay, ja, ich habe nicht grün Schrauben. Aus irgendeinem Grund habe ich gern. Ist das okay? Für ein Upgrade habe ich konnte ich aber bis zweiter nicht mehr. Ach so, ja, ich habe ja dauernd gewonnen. Ich hatte nämlich genug. Hast du die ganzen Geschenke schon aufgemacht, die du hast? Ja. Ah. Meistens kommt da Geld und Nüsse raus. Und irgendwie irgendein Spielzeug, irgendwie eine Locke und irgendwie habe ich dann. Weiß ich mal nicht, wo ich die, wo, wieso die. Ich habe auch keine Ahnung, wo zur Hölle das Zeug ist. Dekoration, glaube ich. Ja, hier kannst du ein Auto hinstellen. So. Oder auch nicht. Ich mache meinen Hamster physisch wirklich krass gerade.
Muggi Hamster. Ich mache ja gerade Intelligenz. Kann jetzt bis zu 30 Intelligenz haben. Ja, ich bis zu 30 Agility und Stärke. Also. Meiner hat ein Tüpfchen. Apropos, ich kann mir nur einen Hamster kaufen, Moment. Welches Level ist dein Hamster jetzt schon? Meiner ist Level 9. Meiner ist gerade Level 9. Steht oben rechts bei dir drin. So, das ist das Gesamtlevel. Das ist bei mir 10. Ah, okay. Der bei dem Intelligenz, wenn du das ausgebaut hast, der hat da schon so ein Simon Says Spiel, wo du verschiedene Sachen in der Reihenfolge klicken muss. Intelligenzbestie. Level up. Ja, Schrauben. Nehmen wir den hier, der sieht lustig aus. So. Ab den zweiten Hamster. Upgrades. Subnum kann ich das nicht. Nennen wir ihn Karl. Ist zwar alles. Ja, gut. Jetzt kommen noch Leveln. Ist das Level 26? Muss noch Level 30 werden. Du kümmerst dich um Intelligenz. Du um Muskeln. So, Level 30, komm mal. So, Level 30. Mein Haus, das ist jetzt ganz klug. Yay, mehr Schrauben. Jetzt kann er vielleicht noch ein bisschen. Bisschen Stärke noch dazu. Ultimativen Superhamster. In allen Kategorien maximal. Das wär's. Ja, mein anderer Hamster wird halt jetzt alles andere krass haben. Level up. Dann mach's nicht, was man dir sagt, Hamster. Geh trinken. Ach stimmt, um die Bedürfnisse musste ich auch mal nicht noch gleich mal kümmern. Nee, musst du nicht, es hat halt literally keinen Effekt. Ja. Ach, das wird automatisch aufgefüllt, okay, verstehe. Ach nein, das ist nur 20 Münzen. Mensch, diese Preise. Seife. Brauchst du? Okay. Meiner ist gerade in den Futternapf geklettert. Okay. Und? Er ist klug genug, um zu wissen, wie er ans Essen rankommt. Hat man davon immer Sinn. Hamster auf Klugheit. Oha. Mein Klo ist verdreckt. Ich werde 20 Münzen. Achso, ja, das kostet halt 20 Münzen, um das ganze Zeug wieder sauber zu machen, beziehungsweise aufzufüllen. Das ist ja, das ist halt nix. Ja. Jetzt mal trinken. So, und der zweite Hamster wird das Trampolin wahrscheinlich gleich kaputt spielen. Ja, yep, hat er. Schlafen, sollst essen. Kann ich mir noch keine Klamotten mehr leisten, nicht dass ich das hier reparieren muss. Wie lange wollen wir das hier eigentlich jetzt noch machen? Weil wir haben halt alles gesehen, buchstäblich.
Erstmal gehe ich noch mal ein bisschen pennen, dann. Dann können wir Schluss machen. Ja, gut, dann beende ich schon mal. Und dann schmeiße ich das auch gleich von der Festplatte, weil. Ja. Das nimmt mir halt wirklich nur Platz weg. Das werde ich in meinem Leben nie wieder anfassen. Definitiv. Deinstallieren. So, dann gehe ich ins Verzeichnis und lösche auch den Ordner. Steam Library, Steam Apps, Common. Ne, die Urne müsste ich auch mal löschen. Das ist dann bei mir auch noch irgendwie von ganz alten Spielen irgendwie Sachen rum. Das Gefällt, brauche ich noch Raft, brauche ich noch Motor, brauche ich noch E-Text. Du kann ich eigentlich mal löschen. Yep. Oh, das ist gut. Das speichert anscheinend online auf deren Website? Fragezeichen. Das heißt. Naja, man hat jetzt Server verbunden. Alles klar, du hast keine lokalen Daten. Das ist doch schon mal etwas. Beziehungsweise du hast lokale Daten, aber. Die sind irrelevant. Ja. Noch ein blaues Outfit kaufen. Das ist ein Umhang. Ein Gelb. Account entfernen. Sehr schön. Na dann. Gut. Vollgeist hast du gesagt, wolltest du noch? Das war Hamster. Hamster Playground. Deinstallieren. Vollgeist. Spielen. Let's go. Vielleicht kriege ich ja sogar Ingame-Währung, vielleicht kann ich mir dann irgendwas von Sonic kaufen. Ich weiß nicht, ob die Option noch da ist. Na, schau mal, ob das bei dir, was da bei dir ist. Ich bist auch auf Null gesetzt worden. Wenn du den aktuellen Season Pass nicht hast. Du, ich hab das Spiel am Anfang gespielt. Och, Leute. Skins am Anfang noch haben. Sie wünschen? Sind Leute im Chat oder was? Nee. Müssen wir hier mal was machen. Oh, Vollgas über Epic? Yep. Oh, das erklärt, warum gerade mein Epics Online-Service aktualisiert wird. So, na dann, rein in Vollgas. Alles klar. Ja, sobald Epic gestartet hat, ne? Ah ja, die haben ja jetzt Anti-Cheat. Es gab ja einen Aufschrei, glaube ich. Oder? Ja, das ist Anti-Cheat. Nein, VR-Chat war es, wo Anti-Cheat. Ne, Anti-Cheat hast du da jetzt auch. Voll die Scheiße. Hast du jetzt auch Anti-Cheats drin. Ja, ist ja prinzipiell nicht schlecht. Ich meine, bei VR-Chat ist es ziemlich scheiße, weil das lebt 100% von Mods und User-Generated Content. Wenn du den wegkannst, hast du halt nichts mehr. Ich habe gerade einen Lex-Spielen. Aber es wird schon bald. Ja, den habe ich auch. Alles das ist gut. Interessant für den Stream. Das hat das Spiel so an sich. Das ist passiert. Ich stimme allem zu. Oh nein. Oh nein, bin ich auf Null gesetzt worden? anmelden? Fragezeichen? Mit Epic Games Konto? Ich hoffe, ich kenne meine Daten noch. Geburtsdatum eingeben. Was war, warum das denn jetzt? Lass mich anmelden. Ups, ich hab. Welches Geburtsdatum gebe ich an? Hast du nicht vor kurzem erst Vollgas gespielt? Ja, deswegen wundere ich mich, dass jetzt hier was angeben muss. So. Ich hoffe, das war der richtige Account. Sicherheitscode! Ficken! Habe ich doch Zugriff auf die E-Mail-Adresse? Ah ja, scheiße, ich bin im Browser ja damit angemeldet, damit ich dann den Zugriff nicht verliere. Okay, ich bin drin. Alles gut, ich auch gleich. Das Falsche. Ich bin inzwischen sogar relativ gut in Fall Guys. Oh ja, ich habe mir sehr viele Streams angesehen. Ich sollte halbwegs solide sein. Aber heute habe ich wahrscheinlich einen schlechten Tag, deswegen werde ich das beweisen, dass das. Ja, ich sollte den Code nicht öffentlich sagen. Dann besteht das Code gerade bei ihm. Laut durchsagen. Macht euch mal die Musik ein bisschen leiser. Ja, bitte, komm, verknüpfen.
Habe ich das über Epic gekauft? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Wieso kauft man was bei Epic? Du, ich habe mir einige Sachen bei Epic gekauft, zum Beispiel. Kriegst du mal eine Einladung? Ich hatte mir zum Beispiel The Sinking City zu Release vorbestellt. Diese Anfrage konnte nicht gesendet werden. Versichere dich, dass der. Halleluja! Herunterladen von den Inhalten! Wir hätten das Spiel vielleicht vorher mal starten sollen, bevor wir es streamen. Ja, das wäre mal gut gewesen. Versuch dir gerade mal eine Einladung zu schicken. Ist die angekommen? Oh, ich habe ein Kostüm. Hast du eine Einladung von mir bekommen? Modi. Nein, noch nicht. Ich krieg gerade tonnenweise Skins. Ich habe dir eine Einladung geschickt. Musst Season Pass freigeschaltet. Yes. Okay, ich glaube, wir machen Solo-Shows. Das ist am besten, dass wir das nur dann kämpfen wir dann auch gegeneinander so ein bisschen, aber dann gewinnt halt der trotzdem, wenn er der besser ist. Sag, wenn du bereit bist, Morty. Du bist bei mir bei Steam drin. Aus irgendeinem Grund. Kann ich nur über Steam einladen. Ich habe Vollgas auch auf Steam. Nimm mal die Einladung ein. Ich muss kurz gucken. Ich guck gerade, ich habe nämlich noch super viel von der Währung. Von der Ingame-Währung. Ich glaube, ich habe dir gerade 50 Einladungen geschickt. Ja, ist doch gut jetzt. Ich will spielen. Ich habe noch nicht eine einzige Krone. Wie viele Kronen hast du schon? Das weiß ich tatsächlich. Ich weiß nicht, wo man das einsieht. Oben links. Im Hauptbildschirm. Achso, der Dings. Ich habe eine. Oh, okay. Was ist denn alles im Season Pass dabei? Oh, Among Us ist dabei. Interessant. Mir ist ein bisschen langweilig. Ich komme ja gleich, ich habe das Spiel seit Jahren, mir was seit von den cooles Jahren nicht mehr gespielt. Hättest du es vielleicht mal starten sollen vorm Stream. Ja. Nee, ich kann es gibt noch Mechagodzilla. Nice, es ist also die Season immer noch. Spieleinladung annehmen, so. Sprachchat mit Freunden, ey. Und das ist ein Einhorn-Skin. Sehr schön. Ich hab meinen Skin noch nicht gewechselt. Ich wechsle so mal schauen. Eben. Gesicht nehme ich das her. Auf geht's. Ich hab nichts. Ich hab nicht viel anderes als das, was ich gerade anhab. Ist halt bei Singleplay. Also wenn du es Free-to-Play spielst, ist halt, hast halt wenig. Kriegst halt wenig, was du anziehen kannst. Bereit, wenn du bereit bist. Ja, Moment, ich. Du machst deinen Hotdog-Wikinger. Das ist ein Zwerg, übrigens. Das ist eindeutig ein Wikinger. Der Skin nennt sich Wütender Zwerg. Aber der Helm ist eindeutig ein Wikinger-Helm und der Bart ist auch eindeutig Wikinger. Ja, nein, ist es nicht. Doch, der Helm ist eindeutig ein Wikinger-Helm. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. So. Okay. Ah ja, im Shop wollte ich mal gucken, was es gibt. Mach das nachher. Ja, gibt ziemlich viel Mist. Solo-Show wollten wir, dann wäre ich bereit. Auf geht's. Ich hoffe, ich kenne die Steuerung noch. Finde ich, wirst du halt letzter.
Ich meine, ich gehe davon aus, dass die letzte Welt. Ich habe das halt wirklich seit der, ich glaube, Release-Woche nicht mehr gespielt. Ja, schaust du mir beim Gewinnen zu. Oder auch nicht. Also als ich mit Lars am Montag von der Gamescom-Woche gespielt habe, da war ich mit ihm im Finale. Das, also, wenn Lars nicht so gut gewesen wäre, hätte ich es gewonnen. Nicht Lars, sondern Max. Sorry. Mit Lars habe ich mal Dingens gespielt. Ja. Was ist das? Ach, der Kreisel. Okay, alles klar. Hindernisse zum Ziel. Klassiker. Das kriege ich hin. Das ist doch das aller. Das war so ziemlich die allererste Map, die überhaupt rauskam, glaube ich, oder? Ja, ich weiß. Ich kenne ein bisschen was noch. Steuerung war. Die erste müsste sein. Schiff war Hechtsprung, oder? Schiff war, glaube ich, Greifen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. War Greifen nicht Maustaste? Nee, ich glaube, Schiff war das. Ich muss gucken. Und wie hast du, glaube ich, laufen, wenn ich das richtig sehe? Und springen, ja, das, ja, genau das. Ja, Schiff ist das Greifen. Yay, gut mitgenommen. Dann nicht hinten. Gut mitgenommen. Richtig gut mitgenommen, jawohl. Verdammt! Ah, Steuerung. Habe ich noch gesagt, okay. Ich kann das Spiel und dann. Jetzt bin ich hier ganz hinten. Ah, scheiße. Ich werde letzter, ich schalte hier in der ersten Runde aus. Das ist ja Schande. Ja, ich hab. Schlechter Start. Sehr schlechter Start. Okay, ich. Oh, ich probier sehr die guter Mitte. Start. Die Mitte war nicht. Nein, ich wurde rüber geschleudert. Das war ja sehr interessant. Ich probiere immer die Mitte. Weil die Mitte klappt nie. Jeder probiert immer die Mitte und die Mitte klappt wirklich bei niemandem jemals. Wenn du jemals gesehen hast, dass die Mitte bei irgendwem im Stream klappt oder so. Lüge. Ganz klar Lüge. Hacker. Hm. Na komm. Na, zweiter. Verdammt, ich bin noch mitten drauf. Oh, wir haben auch mindestens einen von den. Verdammt! Wow! Verdammt! Was war das jetzt? Du bist also gut in diesem Spiel, hast du gesagt? Ja, heute irgendwie nicht. Ja gut. Komm rüber hier. Ich glaube, der Unterschied ist, du spielst ab und zu mal Vollgas, ich spiele sehr oft Videospiele. So, wenigstens qualifiziert. Ich stelle mich aber heute wirklich blöd an. Ente? Aha. Oh, das ist ein Mammut. Cool. Es gibt so interessante Skins. Und keinen davon werde ich je besitzen. Warum? Die meisten Sachen. Weil die nicht für Free, weil die nicht free to play sind. Doch klar. Die sind im Shop. Er muss dafür Echtgeldwährung kaufen. Nein, musst du nicht. Ich glaube, du hast sehr viel Echtgeldwährung schon da, wenn du es noch nie. Wenn du schon einen Sieg hast und noch nie im Shop warst, ja. Und was gekostet hast, dann hast du wahrscheinlich sehr viel Ingame-Währung. Dazu musst du mal siegen. Wollen wir danach eine Teamrunde machen? Eine Teamrunde finde ich nicht so gut, weil dann scheidet man aus, obwohl der. Ich finde Solo schon was besser als wir. Nein, du hast in deinem Leben schon mal eine Teamrunde gespielt? Ja, mit Max am Montag. Am Montag der Gamescom. Das war schlecht, weil wir beide ausgeschieden sind. Ja, dann seid ihr halt einfach schlecht gewesen. Ja. Oh, welches Rind? Ah, okay. Lass mal lieber Solo spielen. Da bin ich gut. Ich starte einfach danach mal eine Teamrunde, würde ich sagen. Dann kannst du gerne ohne mich. Warum? Ich Solo-Shows spiele lieber Spieler. Du hast einmal in deinem Leben eine Spurrunde gespielt. Mit einer Person. Ist gleich alles immer schlecht. Hast du Angst zu verlieren oder was? Warum bist du. Willst du keine Solo-Shows haben? Ich war gerade eben Zweiter. Dann dürfte es ja kein Problem sein. Geht's auch nicht.
Ich meine, ich sehe mich jetzt nicht gewinnen, weil dazu bin ich einfach nicht gut genug, aber... Eine solide Menge an Skill dürfte ich eigentlich haben. Na, ich habe immer noch, ich habe übrigens immer noch das falsche Spiel drunter, sag ich mal, vielleicht mal Twitch mal ein bisschen Titel ändern. Hey. Mach ich vor der nächsten Runde. Oh, Kacke. Hoch hier. Oh oh. Einer ist im Ziel. Oh, Kacke. Oh, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Achter. Beinahe Neunter gewesen, Zehnter. Loser. Ich komme als Zehnter ins Ziel, sag Loser. Du bist als Achter ins Ziel gekommen. Ja, du bist schlechter als ich. Als toll. Wir sehen uns im Finale. Wir sehen uns. Gut, ich hoffe, es ist Knallball. Es ist nie Knallball. Warum bin ich der Einzige, der den Zwerg spielt? Tja. Ich kann den Zwerg leider nicht spielen, weil ich den Skin nicht habe. Ich habe ihn gerade einfach so bekommen. Ich weiß gar ja, nicht, weil du bezahlt hast dafür, weil du das Spiel gekauft hast. Das Spiel ist free to play. Ja, das ist der Unterschied. Das ist ja nicht schlimm. Ist das... Ach, das ist ausweichen. Okay, alles klar. Das ist leicht. Das kenne ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Da weiß ich nicht, wie es geht. Bin ich noch nie dabei gestorben. Vielleicht schaffe ich es mal diesmal. Du bist also jede Runde gestorben darin. Vielleicht schaffe ich es heute mal zu sterben. Vielleicht mache ich heute mal eine Ausnahme. Nein, 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 nein. Nicht den Saturn. Bei mir, nein. Kein Saturn. Oh nein. Oder nicht der... Oh Gott. Oh, der Saturn. Nein, nein, nein! Oh, fuck! Sind schon vorausgeschieden, wir schaffen es vielleicht. 7. 7 schon, 18 schon weg. Der Saturn hat seinen Ring weggerammt. 9, 2 noch. Einer noch. Qualifiziert, nice. Ja, Glückwunsch dafür. War ja nicht schwer. Ja. Ich weiß, der Saturn hat mich halt voll, richtig mit dem Ring runtergeballert. Er ist quasi auf mir gelandet. Bist du noch dabei? Nee, oder? Nö, ich bin raus. Nice. War glaube ich Nummer 6 oder so, die rausgeflogen ist. Dann schauen wir beim Finale zu. Ich bin noch drin. Das ist noch nicht das Finale. Noch nicht. Oder? Nee. Aber danach wahrscheinlich. Oh, viel Spaß. Ach, das ist leicht, das ist leicht, das kann ich. Schau mir zu, ich kann's. Vielleicht heute nicht, aber. Ich glaub dir, dass du es kannst. Wenn ich schon calle, dann. Dann verkacke ich's gleich. Das ist jetzt kein so komplexes Spiel. Oh oh. Steht direkt davor. Und hops. Das wird später noch sehr unfair. 7 müssen raus. Das nächste wird dann das Finale. Also hier nicht rauszufliegen ist nicht so schwer. Das ist halt... Muss man ab und zu mal hüpfen. Solides Durchquetschen von dir. Ja. Na, ja, vielleicht gibt es noch eine Runde vorher. Könnte auch schon das Finale sein. Letzte Runde. Ah, weggehext.
Das Farmspiel. Da habe ich mit Max relativ gut durchgehalten. Also, man kann auch Pech haben und ganz nach unten. Ich bin dahin so richtig scheiße. Man kann auch Pech haben und schnell und direkt nach unten fallen, dann hat man es verkackt, aber. Oh, okay, nach hinten muss ich hüpfen. Oh, das hat der andere hinter mir auch gemacht. Das war schlecht. Ah, verdammt. So, hier, auf dem blauen aushalten. Oh nein. Oben bleiben. Oh, Kacke. Der Nachteil ist natürlich, wenn man lange oben bleibt, hat man natürlich unter sich relativ viel, wo man runterfallen kann. Einer ist schon ausgeschieden. Ich bin noch auf dem blauen. Mit zwei anderen, mit einem anderen. Ich komme runter aufs Niederne. Ja, gutes Kommentar. Nein, scheiße. Oh Gott. Auf der untersten Ebene. Auf Discord über die Herr der Ringe-Serie. Komm. Aushalten. Vier sind Straßen. Kacke. Das wird nicht gut. Das geht nicht gut aus. Verdammt! Als Achter ausgeschieden. Immerhin. Neunter und einer muss noch ausscheiden. Ja, fast. Als Achter ausgeschieden ist ja solide. Immerhin. Wirklich, der Lange hat gewonnen. Ja. Lara Notz. Spiel am Elden. So, Spiel am Elden. Spiele beliebige Show. So, nächste Runde. Ich krieg grad noch meine Belohnung. Und die habe ich übersprungen. So, nächste Show. Komm, Renner. Yeah, Level 2. Dann rüste ich mir doch gleich mal die Dinger aus. Außer es ist nur für oben, weil dann ist scheiße. Oh, die sind nur für oben. Ich glaub bei Zwerg. Diesmal der hier. Nächste Runde. Oh, ich hab nicht mal ein cooles Muster zu kaufen. Hast eine Hose angezogen. Weißt du was? Ich kauf mir jetzt Berge als Muster. Ach dies. Du läufst jetzt Zwerg rum und ich. nicht. Eigentlich peinlich. Ich guck dich an. Ja. Ja, cool, dann machen wir weiter. Bereit. Ich habe übrigens Rings of Power noch nicht gesehen, falls du dich fragst. Was für ein Ding? Ach so, ja, das Ding. Serie. Ja. Zwerg ohne Bärte. Nee. Ja, das brauch ich nicht. Ich sag mal so, die Tatsache, dass David Hein positiv aus der Serie rausgegangen ist, macht mir Sorgen. Wenn er irgendwas mag, ist es normalerweise richtige Scheiße. Also, ja. Ich hab ein bisschen Angst davor. Dann guck das mal, können wir in der nächsten Podcast-Folge drüber reden. Das hab ich vor. Ich werde mir heute Abend schön irgendwas an Snacks besorgen und werde das schön auf dem Fernseher durchgucken. Kannst du mir sagen, wie schlecht du das fandest? Ich hab dir auch schon geschrieben, dass ich dir persönlich ein ordentliches Review davon schicke. Von jeder einzelnen Folge. Ah, die Wände, die kenne ich noch. Ja, was ich mitgekriegt habe, sie sollen wohl die Lore nehmen, einmal durch den Mixer drehen. Ja.
trinken, auskacken und das auf ein Drehbuch geschmiert haben. Soweit. Und deshalb würde ich es hassen. Kennst du dich denn mit der Herr der Ringe Lore aus? Ich kannte mich mal damit aus. Wir haben ja schon in der letzten Folge, in der Podcast-Folge festgestellt, dass es so weit bei mir gar nicht mehr mit damit ist. Dass du schon mehr weißt als ich. Ach, verdammt mich. Diese verdammten Türen. Ich sehe halt super viele Herr der Ringe Lore-Videos an. Ich weiß gar nicht warum. So interessant ist es nicht. Verdammt. Ich schalte hier noch aus. Ach, komm schon. Wirklich bei den Türen? Diese Dreckstüren. Super grün, sehr schön. Immerhin. Ist der Wolf gerade auf dem anderen Typen abgesprungen? Mhm. Beeindruckend. Ja, das war doch ganz nett. Gut, next round. Was haben wir hier? Ah, Pippenspiel. Das am besten, wenn du weit vorne bist, da hast du die besten Chancen. Weil ansonsten musst du lange warten, bis die dann wieder runtergeben muss, dann ist das mühselig. Das ist die besten Karten, wenn du weit vorne startest. Ja, das Wippenspiel kenne ich noch. Da hatte ich diesen einen sehr krassen Ausraster, als ich noch gestreamt habe. Naja, du musst halt nur mal gucken, dass du relativ schnell nach vorne kommst. Da hast du noch Chancen, dass das noch relativ weit. Muss möglichst mittig bleiben. Und hüpfen, was das Zeug hält. Nee, hüpfen bloß nicht. Das macht nur Dinge kaputt. Ah, das hält dich oben. Nicht, wenn keiner um dich herum ist. So. Ich bin relativ weit hinten, aber. Ja, du, bei mir läuft grad. Ich hatte auch schon ein, zwei Runden bei diesen Wippen, wo ich einfach gesagt habe, ja, scheiß drauf, jetzt ist sowieso nicht mehr, wo ich dann gemerkt habe, bin so weit hinten, dann bin ich umgedreht und bin nach hinten gelaufen. zum Startpunkt gelaufen. Und gesagt habe, jetzt schaffst du das eh nicht mehr. Erster! Das ist jetzt. Sehr toll. Und zwar bei Far, wenn ich mir das so ansehe. Wow. Ja. Schlecht. Ich bin hier noch relativ hinten. Wow, seid ihr scheiße. Da potzt der. Ja, das ist jetzt hier ungut. Das ist natürlich. Das ist jetzt nicht so ungut. Du musst einfach nur gucken, dass du von der Mitte auf die anderen Sachen kommst. Jo. Die Mitte ist der Schlüssel. So, ich bin drüben. Da steht einer vom Ziel. Und drin bin ich. Nice. Nice. Es sind halt jetzt viele Free-to-Play-Spieler drin, die das zum ersten Mal spielen und deswegen hast du auch sehr viele Leute, die hier hinten sind. Hast sehr gute Chancen zu gewinnen, weil auch sehr viele schlechte Spiele dabei sind. Ja. Was hat der denn gerade gedacht? Er ist einfach nach unten gelaufen. Wen haben wir hier alles noch? Ich folge mal dem Papagei. Wow, manche sind echt scheiße. Bin, glaube ich, das erste Mal Erster geworden.
bin ich mal gespannt. Es gibt ein Spiel, was über diese ganzen Spiele mit den, wo du dann Punkte kriegen musst, weil die Sache, wo du durch Ringe springen musst, das ist mein Kryptonit. Da unterscheide ich immer aus. Das habe ich da irgendwie. War ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, bei mir sind es die. Also, da bin ich dann. Wenn das kommt, dann kann ich Tschüss sagen. Ich glaube, bei mir sind es einfach die Teamspiele. Immer. Nur Teamspiele gehen, aber dieses durch Ringe Punkte kriegen, das habe ich noch nie. Das wird bei mir nichts. Dann kann ich auch aufhören und abbrechen. Oh! Ich wurde gerade auf. Bin gerade auf einem gesprungen. Das hätte klappen können. Hier komme ich locker durch. Sehr schön elegant. Na komm, hier. Ich bin direkt hinter dir. Na, fast direkt. Jetzt nicht mehr. Na, oh, das war nicht so gut. Und ich bin unten. Aber ich bin immer noch Zweiter, das ist solide. Ich bin ziemlich weit hinten, wenn ich runtergeworfen wurde. Nutzt die Bumper. Zwerg, nutzt die Bumper und. Erster! Ich habe die Bumper genutzt. Ich nicht. Doch, um runtergeschubst zu werden. Na komm, jetzt hier rein. Ich habe mich von denen halt immer so ein kleines bisschen nach oben gepusht. Gerade so noch qualifiziert. Gerade so. Ich bin heute ziemlich gut dabei. Na, bei der letzten Runde bist du ausgeschieden. In der letzten Runde bist du ausgeschieden und ich war im Finale. Ach, Aufwärmrunde. Ich wette, jetzt fliege ich einfach sofort raus. Jetzt, wo du es gecallt hast und gesagt hast, Aufwärmrunde. Immer wenn du sowas sagst, dann. Nein, immer wenn man sowas nicht ironisch sagt, Dann passiert's. Oh nein, Ringe. Oder, nein. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh nein. Oh nein. Ach, chillig. Mordi fliegt jetzt erst raus. Davor. Das ist ganz chillig. Krieg ich hin. Ich mag das nicht. Ah, du bist da drüben. Das Spiel mag ich halt gar nicht. Du musst einfach nur laufen und hüpfen, das ist gar nicht so schwer. Na, bist du schon draußen? Noch nicht. Hi. Ist nur eine Frage von Sekunden. Hallöle. Achso, das bist du nicht. Wo bist denn du? Nein. Ich bin der Zwerg. Ich bin der Einzige mit dem Helm. Achso, da bist du. Ist noch gar keiner rausgeflogen. Hallöchen. Ich konzentriere mich nicht auf die Leute, die rausfliegen. Konzentriere mich aufs Durchhalten. Muss drinbleiben. Ja, ich versuche Multi. Bloß je länger keiner rausfliegt, desto schneller wird das Ding. Deswegen wäre es schön, wenn die Leute mal rausfliegen. Wunderschön. Ich bin noch drin. Ich hab's noch gecallt. Nice. Chill. Ich hab's noch chillig gecallt. Ja. Tja, sollst halt nicht callen. Das ist halt. Warum machst du denn sowas, Mordi? Warum sagst du denn sowas? Weil ich weiß, dass ich ziemlich scheiße im Spiel bin. Ich hatte nur sehr viel Glück. Jetzt kommt eine Einladung durch, wirklich? What the fuck? Ja. Es ist jetzt schon ein Weilchen her. Ein paar Minuten. Ach, wieder so ein Ding. Ach, easy. Das ist doch dasselbe Spiel nochmal, bloß in grün. Ach, jetzt ist das Finale. Der Wirbel ist kein Finale. Oh, so. Oh, es ist. Oh. Dann fliegen alle raus. Da gab es doch mal bei Kinos, der hat mal ein Video gemacht mit Zombie, wo die eine Runde hatten, wo dann 0 von 0 aus, wo dann einfach alle ausgeschieden sind. 0 von 0 qualifiziert, da war das Spiel dann verwirrt von. Bleib einfach stehen. Bleib einfach mal stehen. Nein! Und raus. Aber das war lustig. Dreht sich weiter, ich bleib stehen. Ja. Einfach stehen bleiben und durchrasen. Und da bin ich raus. Gehen wir raus oder machen wir noch eine Runde? Oder gucken wir zu? Nee. Ich beende. Alles klar, dann beende ich auch. Noch eine dritte Runde.
Let's go. Wenn du noch drin wärst und Finale wärst, würde ich noch zugucken, aber nee. Ja. Müssten NPCs sind. Du meinst andere Spieler? Ja. NPCs halt. So, nächste Runde. Bereit, wenn du soweit bist. Ja, ich guck mir gerade die Kronenränge an. Ich find ganz cool. Oh, ich krieg gleich einen Regenbogen im Hintergrund, wenn ich Level 19 bin. Juhu. So, bereit, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Achso, ich wollte ja mal die Kategorie ändern, das wäre mal gut. Könnte ich auch mal Fall Guys spielen. Twitch. Machen Sie das. Oh, Pippen, hey. Oh, schon zu Beginn. Bin gespannt, wie das diesmal läuft. Ehrlich gesagt. Letztes Mal hatte ich halt super viel Glück. Hops. Auf geht's. Ja. Noch mit an Bord. Ich folge einfach Modi. Ja, ich folge einfach dem, der aussieht wie ein Weihnachtsgeschenk. Direkt hinter dir. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich bin quasi raus. Bist du oder nicht? Nein, ich bin. Du bist noch relativ weit vorne. Alles gut. Nur weil du einmal runterfällst, bist du noch nicht raus. Ich bin nicht runtergefallen. Ich weiß, ich bin direkt hinter dir. Komm halt auf die richtige Seite, damit wir hier auch mal weiterkommen. Danke. So, und jo. Ich komme noch vor dir ins Ziel. Verdammt. Ha. Vor dir ins Ziel gekommen. Bist ein fieser Gewinner. Die ganze Zeit rum, die ganze Zeit gibst du dir an. Ich bin jetzt erst ins Ziel gekommen, Jetzt komme ich mal vor dir ins Ziel. Ach, du Gewinner. Schlechter Verlierer. Ja. Nein, ich bin sehr gut im Verlieren. Das mache ich jeden Tag. Das stimmt. Du bist vor allem sehr gut beim Ausscheiden hier. Sagt der letzte Runde ausgeschieden ist. Na, du bist letzte Runde ausgeschieden. Du auch. Ja, aber erst kurz vorm Finale. Das weißt du nicht, wir haben uns entschieden, die Runden abzubrechen. Das war kurz vorm Finale, es waren nur noch 10 elf Leute drin. Was machen die denn da? Das ist ein Wippen. Der ist zu blöd, um die Wippen und das Wippenprinzip zu verstehen. Der rote, der pink-gelbe. Folgst du auch gerade dem lila-gelben Typen? Ja, der lila-gelbe. Ja. Der zu blöd ist, das Wippenprinzip zu verstehen. Der ist super lustig. Der versteht nicht, was eine Wippe ist. Ich finde den gut.
Du schneidest dich wieder. Ich bin gespannt, ob er ins Ziel kommt. Nein, tut er nicht. Hält für unwahrscheinlich. Ah, wunderschön. Ich weiß, er fliegt raus. Er ist auch nicht schwer. 5 Sekunden noch Zeit. Jo. Immerhin bis zu 20%. Komm schon, gutes Spiel. Sei ein gutes Spiel. Kurs doch bitte nicht. Wenn du schon so sagst. Hauptsache nicht der Schleimkraxler. Alles nur nicht der. Kurs doch bitte nicht. Oh, ein Schleimkraxler. Oh ne, Rollfeld. Oh, das ist mich auch schon ein paar Mal ausgeschieden. Das ist. Ja, das ich mag das einfach nicht. Das ist relativ das hart, ist nicht, das Ding. Es ist nicht schwer, es ist nur ein bisschen nervig und es dauert zu lang. Mal schauen, wie ich mich hier halte. Und ich wette, ich flieg raus. Oh nein, nein! Hast du es wieder gecallt, oder was? Ich bin in die Lücke gesprungen. Du hast es wieder gecallt. Ich hab's gecallt. Ich bin in die fucking Lücke gelaufen. Tja. Oh, 13 sind schon draußen. Ach. Ja, ich bin wahrscheinlich der Erste davon. Ja, wann? Nein! Oha! Ich war gerade im Runterfallen, das. War gerade beim Runterfallen, da ist der Letzte ausgeschieden. Das war nicht schlecht. Eine Minute, eine Sekunde länger, ich wäre draußen. Tja. Springt über den. Ach, das Spiel wieder, wo man die ausschalten wird. Ach nee, ist gar nicht mehr drin. Kannst du gar nicht mehr ausscheiden, Modi. Mhm. Okay, das ist das Ding. Okay, falsche Richtung. Hops. Das war knapp. Neune müssen hier nur raus. Will ich der Erste sein? Wäre schon peinlich, wenn ich hier mal rausfliegen würde. Und bitte nicht der Erste. Okay, der Erste bin ich schon mal nicht. Qualifiziert, nice. Easy. Das Spiel kann ich. Na dann. Guckst du mir noch zu, da hast du schon abgeschaltet. Ah, noch nicht das Finale, aber nach dem Ding. Mit 14 Spielern kommt noch kein Finale. Oh oh. Das ist schlecht. Da habe ich bisher selten gewonnen. Da habe ich bisher selten gewonnen bei dem Ding. Da bin ich bisher selten reingekommen. Wie gesagt, du bist halt raus. Ein, zwei Mal habe ich dabei auch schon gewonnen. Ich mach mal den Giovanni-Mo hier. Ah. Das wäre sehr lustig, jetzt aber ein gerader Pfad gewesen wäre. Das wäre es echt. Habe ich schon ab und zu mal in Videos gesehen, dass das schon mal gab. Ja, ich weiß, ich hatte das damals auch, als ich noch gespielt habe. Na komm, geh vor. Nice! Als erster am Ziel! Geil! Oh, die Meute voraus. Ich habe ein Achievement bekommen. Weil ich als erster am Ziel gekommen bin. Da hatte ich auch vorhin. 9 übrig, bloß Finale. Vielleicht wird es meine erste Krone.
Jetzt habe ich es geholt, jetzt wird's nicht. Ich gönn's dem Einhorn. Du gönnst mir mal was. Du spielst keinen Zwerg, also nein. Nope, das schaffe ich nicht. Spätestens beim Greifen dann am Ende einer Krone. Aber da kannst du auch Glück haben, dass die Leute es hier nicht rein, wie man greift. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Dass die Leute dort stehen an der Krone und runterfallen, runterfallen, runterfallen und nicht greifen können. Dass du dann einfach hinterherkommen kannst und trotzdem gewinnst. Ich reihe auch nicht, wie man greift. Das ist das Problem. Mit Schiff. Oder mit der Maus. Geht beides. Sicher? Ja, geht beides. Interessant. Na komm, nicht umgeworfen werden, sagte er. Na komm. Ich bin relativ weit hinten, aber das muss nichts heißen. Das Einhorn ist hinter mir. Bist du da relativ weit vorne? Nicht mehr lange. Der Mann jetzt nicht mehr. Der Mann hat mich ausgenockt. Geht auf der falschen Seite durch. Was ist denn mit dir? Okay, nein, du gewinnst nicht. Ich glaube, der Rote gewinnt. Aber nah dran. Ohne greifen. Nah dran. Verdammt, der Hammer. Geht auf der falschen Seite von dem Hammer durch. Mein Gott. Ja. Die Krone war in Sicht. Wenn ich durch den Hammer durch, wenn ich durch den Hammer durchgekommen wäre, hätte ich es geschafft. Ja, geh halt mal auf der richtigen Seite vom Hammer, dann kannst du dich auch boosten lassen. Ja, sorry. Physik. Oh, ich habe 200 Kudos bekommen. Ist auch mal was. Ausrüsten. Ich habe Regenbogen. Und ich habe eine neue. Eine neue Farbe. Nice. Was ist eigentlich das hier? Das war nicht schlecht. Ach, Herausforderung. Das sieht hübsch aus. Oder auch nicht. Ja, ich kann mal gucken, habe ich noch eine coole Farbe vielleicht. So, machen wir noch eine letzte Runde, oder? Achso, die letzte Runde willst du schon aufhören? Okay, cool. Ja, mit Vollgeist zumindest. Was willst du denn dann noch spielen? Keine Ahnung. Runde Fortnite? Schluss machen oder so. Im Zweifel spiele ich noch eine Runde. Im Zweifel spiele ich noch eine Runde Minecraft. Spiel doch mal Fortnite. Ich bin bei Minecraft eh gerade auf einem Server, wo ich eingeladen wurde. Das können wir auch mal streamen. Muss dann meine Zwergenhöhle weiterbauen. Das ist so mal. Können wir heute noch wieder machen. Wieder nach Vorlage? Nö, momentan noch nicht nach Vorlage, aber werden wir wohl mal irgendwann mal eine Vorlage zur Hilfe holen. Erstmal noch nicht. Also echt. Spätestens bei den Statuen, die ich da vorstelle, werde ich irgendwie mal eine hier mal holen. Nimm ein Foto. Bisher mache ich alles aus dem Kopf. Oh nein. Der Rollweg. Oder Roll weg. Ich call, dass ich hier nicht qualifiziert werde. Wenn du schon callst, dann kannst du nichts werden. Ja, ich bin richtig scheiße in diesen Rolldingern. Haben wir ja gesehen. Warum ist eine Tomate vor mir? Ich habe jetzt dieses weiße Muster auf dem Ding. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Meinst du, das ist Xbox-Muster? Das kreuzt die Dreiecke und ja, das ist die. Die Symbole. Ich bin hinter dir. Ich bin vor dir. Au. Ja, ich weiß. Nein! Ich bin reingefallen. In den Schlitz.
Und schon wieder. Das ist schlecht. Ah, hört da immer hin. Nein! Zu wirklich? Groß das Loch. Das Loch war zu groß. Oha. Ich glaube, diesen Satz haben sehr viele männliche Personen auf der Welt gesagt. Aha. So, ja, puh. Wow. Das war ein ziemlich guter Move gerade. Komm schon, das schaffst du ja wohl. Mal schauen. 17. Na, die Ente? Schaffst du die Ente? Ich habe gerade einen mustrigen. Jetzt hat so ziemlich jeder das Muster von mir. Na, der goldene fällt. Was tut er? Was ist seine Mission? Was sehe ich da gerade? Jo, nice. Du bist nicht ausgeschieden, Moddy. Du hast gecallt, wow, aber du bist nicht ausgeschieden. 26 Leute? Du hast gecallt und bist nicht ausgeschieden. Stimmt. Dann kannst du ja jetzt nur noch besser werden. Sagte er. Oh, es kann nur besser werden. Oh, siehst du, Mann, du hast schon wieder gecallt. Ich beginne stark zu schwitzen. Okay. Ja, komm, so schwer ist es nicht, wenn man sich halbwegs konzentriert. Aber du konzentrierst dich nicht halbwegs. Nö, nicht mal ansatzweise. Mal sehen, wie es läuft. Achtung, direkt neben dir. Ach da! Ich werde hier geschubst, das ist ja unfair. Hey Moddy. Ja. Oh, hallo, ein neuer Follower. Ich kann gerade nicht hingucken. Ich krieg gerade einen Follower-Alert. Willkommen, wer auch immer. Willkommen, wer auch immer das gerade ist. Sorry, ich muss hier gerade überleben. Hey, nicht festhalten! Willkommen in England und im Community, deinen Namen einfügen. Will hier bloß nicht ausscheiden. Ah, sehr schön. Dexter! Moino, was geht? Kann ich mitmachen? Ach, scheiß die Wand an. Nein, du kannst nicht mitmachen. Wir spielen zu zweit, ich mit Moddy. Guck mal, bei mir, es gibt keine. Auf die Kacheln unter dem Stream. Ja, die Kacheln unter meinem Stream. Da gibt's ein ganz großes Kacheln-Panel, wo drin steht, wo was dazu drin steht, ob du mitmachen darfst. Danke für den Foto, aber. Ja, normalerweise nicht, außer du zahlst mindestens 100. Gibt's eine große, weil immer wieder Leute reinkommen und das fragen. Das ist nur das Fragen nur und wir Leute, rausgehen. Es kommen nur Leute rein, die das fragen. Deswegen gibt's diese Kacheldots, deswegen. Exakt. Einmal bitte nicht durchlesen. Nicht persönlich nehmen. Gibt bestimmt Streamer, bei denen du auch mitspielen darfst. Nicht persönlich nehmen, wenn ich auch ein bisschen gereizt bin davon, weil ich höre es halt immer wieder. Das ist halt. Oh, du machst. Das ist relativ nervig, das dann wieder zu hören. Aber willkommen. Kannst gerne bleiben und zugucken. Kannst gerne zugucken, mir beim Scheitern, gerade bei diesem Spiel. Na, mal schauen. Bei dir geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Ja. Hier nicht. Und ich bin raus. Na, noch nicht. Aber gleich. Oha. Nicht schubsen, Leute. Nein! Nein! Okay, ich bin raus. Ich bin runtergekippt. Ich bin raus. 7 von 10. Was tue ich denn? Okay, ich bin raus. Na, noch bin ich nicht raus. Noch ist die Runde nicht vorbei. Da stehen noch einige. 7, 8, 9, 10. Verdammt!
Kurz vorm. Aber ich bin auf dem Sprung. Ich war noch einer früher, wäre ich hätte es geschafft. Ja, ich habe riskiert, vom zweiten davor zu springen, aber es hat nicht. Da müssen wir gleich noch eine Runde machen. Das geht so nicht. Das ist da. Ja, das ist nicht beenden. Eine Runde noch. Eine letzte Runde. Eine letzte Runde. Aber jetzt wirklich. Danach spiele ich noch ein bisschen Minecraft. Das gute alte Minenhandwerk. Mensch. Ich hab Bock, Minecraft zu zocken im Stream. Oh, Levelaufstieg. Yay. Na komm. Rein in die Runde. Ich mach mir jetzt einen Schwarz-Weiß-Zwerg. Moment. Das ist wichtig. Ich wollte die Runde starten. Welche Farben nehme ich? Nehmen wir wieder blauer Borsch, das passt. Dexter, ich mache generell keine Spiele, wo Zuschauer mitspielen können. Das ist so. Also 2020 habe ich mal Among Us gespielt, da mal ein paar Leute mitgespielt aus der Community. Aber es ist da. Ab und zu kommt es mal vor, dass mit dem Max habe ich zumindest. Ja, nein. Gut, Max zählt nicht, mit dem hast du auch privat zu tun, aber. Also mit dem Max habe ich schon mal gespielt, mit dem Lars habe ich aus meiner Community habe ich schon mal hier, wie heißt das, Creativeverse gespielt, bis er nicht mehr wollte, und dann habe ich mit Mordi weitergespielt, also. Bis du nicht mehr wolltest. Also. Ich bin übrigens jederzeit bereit. Also ab und zu ist selten kann es vorkommen, dass mal einzelne Personen mal mit mir spielen, aber das ist dann. Ich wiederhole die Aussage, das sind aber normalerweise Personen, mit denen du auch schon ab und zu privat oder schon länger was. Nö, mit Lars habe ich gar nichts vorher gemacht, den habe ich einfach eingeladen, random. Und der hat das mit mir gespielt, mit dem war ich noch gar nicht privat, das ist also. Ja, der war eine Ausnahme, aber Max zum Beispiel, den kennen wir ja beide schon eine Weile. Also normalerweise mache ich ja mit Leuten, die ich schon kenne. Also. Ja, falls also in der Regel mit mir. Außer ich habe keine Lust. Sagen wir es, wie es ist. Ich habe noch wenig Streams, wo du keine Lust hattest. Ich weiß. Das ist bisher immer mitgemacht. Ja, ich bin halt leider so ein Typ. Ich spiele gern Spiele. Also ansonsten um die Chance zu erhöhen. Es ist dann immer noch sehr gering, aber um die Chance zu erhöhen, doch mal dabei zu sein, solltest du mal meinem Discord steuern. Das ist momentan relativ wenig los, aber. Da passiert relativ wenig, aber wenn, dann werden dort mal Leute, die auf dem Discord sind, mal eingeladen. Ja, oder halt 100 Euro in unmarkierten Scheinen bitte spenden. Nee. Das geht auch. Ja, an Mordi, dann kannst du bei Mordi mitspielen. Das ist. Ich bin nicht. Ja, ich. Ich bin nicht bestechlich. Ich spiele mir bestimmt einmal im Jahr, wenn es gut läuft. Naja, Vodafone. Liebes. Ja, Ich hatte übrigens gestern wieder einen Upload von 0,9 Megabyte pro Sekunde. Ah, sehr schön. Aber einen Download von 100. Ja, die Commands hierbei, ich weiß auch nicht. Die Commands klappen auch nicht mal. Manchmal klappen sie nicht. Der Bot ist ein bisschen unzuverlässig. Welchen Bot hast du? Steamlabs. Nice Steamlabs. Oh ja, wird das erklärt. Zumindest. Und dann gar keinen Bot. Ich empfehle dir entweder Moobot oder Nightbot, einen von beiden. Wobei Nightbot manchmal. Ich habe noch nie da. So Sachen macht. Hab ich noch nie von irgendwas gebraucht. Streamlabs nutze ich mir momentan eher. Ja, natürlich. Für die zwei Commands hier. Ich komme nicht ins Ziel hier, verdammt. Das ist doch peinlich hier in der ersten Runde. Du schaffst es nicht, qualifiziert zu werden. Ich war Erster. Angeber. Was? Ja gut. Jetzt kippt sich das hier schon wieder. Was ist denn das für eine Runde heute? Ich schicke einfach mal kurz einen Invite zu deinem Discord in den Dingen. Mach das mal bitte. Ich stehe hier rum und komme nicht weiter, meine Fresse. So, ich schicke gerade den Invite-Link. Es kann ja doch nicht sein, dass mein Wippen aus runterkippe. Und qualifiziert. Ach, das war eine schwere Geburt. Ja. Danke für den Weitlink.
Dann kannst du mal joinen. Ich hab ja gerade Zeit. Ich meine, ab und zu mache ich auch mal den Moderator in deinem Channel. Ich versuch mal was. Vielleicht klappt's bei mir? Nee, klappt natürlich nicht. Ist der Bot überhaupt da? Ich glaube nämlich nicht. Ich bezweifle es. Wenn er nicht auf die Commands hört. Ja, vermutlich ist Streamlabs Bot wieder down. So wie 98% der Zeit. Versuch mal was. So, was ist die Runde, in der ich diesmal rausfliege? Mal sehen. Nee. Dritter Parcours. Oh nein. Löcher im Boden. Versuch jetzt nochmal den Command. Ich könnte es jetzt klappen. Hast du vergessen, den Bot anzumachen? Nee, eigentlich ist der immer an, aber. Nee, klappt auch nicht. Ja, gut. Ist halt. Dann lass es. Ist halt Streamlabs. Discord-Link ist drin. Ist halt Streamlabs. 3, 2, 1 und let's go! Der Shoutout-Command, der funktioniert, aber der läuft auch über eine andere Seite. Der läuft doch nicht über Streamlabs. Verdammt! Das war fast gut. Fast gut ist ja fast gut. Ja. Diese verdammten Stacheln, das ist halt immer ziemlich tödlich. Die Stacheln habe ich auch richtig erwischt. Und dann musst du auch nur über beide gleichzeitig kommen. Es gibt keinen Checkpoint nach dem ersten. In die Walze. Nice. Und runter hier. In die Walze wieder. Nein! Ja, ich bin unter der Walze durchgerutscht. Die Walze! Ich bin raus. Alles gut, ich bin drin. Ja. Und durch hier. Verdammt, wieder durch dasselbe Loch. Das gibt's doch nicht. Immer dasselbe Loch. Versuch mal die andere Seite. Nein. Ich bin durch. Oder so. Geht auch. So, jetzt hier rüber. Ich glaube, das schaffst du aber nicht mehr. Oder? Schaffe ich. Das schaffe ich. Verdammt. Wie lange zockst du eigentlich schon vor, Guys? Seit das Free-to-Play ist. So zock ich das. Auf Epic Games. Ja, bei mir ist es. Wollen wir noch die Runde? Ich guck dir noch zu Ende zu, du bist noch drin. Guck ich dir noch weiter. Ja, ich bin noch drin. Komm, ich komm dich noch dein Ding. Ist die Antwort entweder seit Tag 1 oder das erste Mal seit Tag 1. Seit es vor früh ist, guck ich das. Oh, da schalten wir die aus. Oh Gott. Okay, volle Konzentration. Ich bin der im Spiel. Du und volle Konzentration, das geht gar nicht. Für das den ist Modi, das ist gar nicht möglich. Du und volle Konzentration. Ich hab vorhin 2 Red Bull gesoffen. Ich bin konzentriert wie noch mehr. Na dann, let's go. Ich guck dir zu. Was machst du? Warum sollte ich da laufen? Weil da auf der anderen Seite der Ventilator ist. Und das passiert. Genau das passiert. Ja gut, da muss ich sagen, weil die Mechanik nicht klar ist, der Ventilator einen immer runterpustet. Ich dachte, das wäre der... Ja, deswegen sollst du gegen den Ventilator laufen, wie alle anderen. Ach Mensch. Nein, ich meinte, dass es der ist, bei dem man gegensteuern muss und der dann einfach weitergeht. Aber gut, das war mir nicht bewusst. Ich hab's dir aber gesagt, aber du... Das hast mich du nicht so gesagt. Gut, ich guck den anderen noch zu. Ich bin schon raus. Sprungclub. Ah, das Ding. Schade, dass ich nicht dabei bin, das hätte ich jetzt geschafft. Die wären ins Finale gekommen, wenn ich jetzt nicht als letzter noch ausgeschieden wäre. Das war das Blöde. Das Ritterturnier. So, für wen bin ich? Für einen Hotdog. Ich bin für einen Hotdog. Was mache ich?
Ich gönn mir nochmal eine Solo-Runde. Wo ist der Hotdog? Ah, das ist der Hotdog. Na komm, Hotdog. Schaffst das. Ich bin für Hotdog. Hotdog ist weiter. Yay. Go Hotdog. Go Hotdog. Der hat auch einen Namen, würde ich mal. Mezzo. Ich bin für Mezzo. Du blendest Namen ein. Anfänger. Ja, habe ich gerade wieder ausgeblendet. Jetzt habe ich gerade mal eingeblendet, um zu gucken, wie er heißt. Letzte Runde. Oha. Rollbahn. Es hat mit Rollbahn begonnen und hört auf mit Rollbahn. Das gibt's ja nicht. Das ist eine andere Rollbahn. Go, Mezzo. Da war er gerade. Oder sie. Na komm, nein, nein, na komm, Hotdog. So, bleib drauf. Ich glaube an dich. Ich gönn mir gerade nochmal eine schöne gepflegte Solo-Runde. Mach das. Go, Hotdog. Er ist gut. Ich bin gerade nicht mal so scheiße. Hotdog ist auch nicht schlecht. Oh Gott, ich bin. Oh nein. Wow. Na komm. Nee, nicht andere Leute festhalten, das ist nicht gut. Mach das nicht, Hotdog. Man hält keine anderen Leute fest, auch wenn es geht. Das ist scheiße. Das ist ehrenlos. Wie die Jugend so sagt. Das macht man nicht. Okay, qualifiziert. Na komm, ich bin trotzdem noch für dich. Na komm, nicht festhalten, Mann. Was bist du für ein Arschloch? Nein! Hör auf, Hotdog. Nicht Leute festhalten. Das macht nur Arschlöcher. Was zum Henker? Der ist reingesprungen, der ist runtergefallen und wieder oben gewesen. Da war ein Cheater. Hotdog hat nicht gewonnen. Major hat gewonnen. Der Baseball-Typ, der Basketball-Typ. Ja, dann ist das so. Tja. Ja, das war schlecht. Level 20. So, dann bin ich mal raus. Ja, ich mach noch die Runde fertig. Lass noch ein paar Runden spielen. Nee, warum? Das bringt mir doch nichts. Ich würde dann jetzt mal noch ein bisschen Minecraft spielen, hätte ich Bock drauf. Ein bisschen an der Höhle weiterbauen. Mach das. Ich habe mich da in einen großen Berg angegraben, da kommt dann so ein Erebor-Zwergenpalast rein. Was in deinem Fall heißt, da kommt dann ein kleines zwei Blöcke Dreckhaus rein. Nö, das ist jetzt schon größer. Das sind drei Blöcke? Schauen, das wow, dann... du hast dich entwickelt. Nee, die Eingangshalle ist jetzt momentan weiß ich gar nicht, wie groß. 12 mal 20 ist das war ein guter Boost. So. Ich weiß, ich mach mal kurz mal Pausenscreen, damit ich hier nicht eventuell Sachen zeige, wie man hinkommt. Damit ich hier nicht den Seed oder sowas zeige, damit ich hier einen Daten zum Server oder so weiter. Boah. Als ob du jemals irgendwas leaken würdest bei deiner
Ich streame nur mit Bildschirmaufnahmetechnik. Nur. Das kann ja gar nicht passieren. Das ist doch technologisch vollkommen kann unmöglich. What the fuck ist dieser Bus gewesen? Gut, willst du noch im Voice dabei sein, oder? Ich kann gerne noch ein bisschen da sein. Können wir noch ein bisschen chatten. Just chatting im Voice machen. Du meinst reden. Du bist reden. Ich habe das Wort für reden vergessen, ja. Ich mach mal hier mir kurz, aber kurz mal Licht an. Muss sowieso gerade in die Pausen screen. Bin gerade übrigens nicht mal ganz so scheiße in Fall Guys. Schön. So, da ist schon gleich ein Zombie, sehr schön. Kurz mein Körper nicht. Warum habe ich mein Zeug nicht mehr dabei? Bin ich auf falschen Zimmer gelandet? Oder hat man einfach mein Zeug weggesprengt und mich damit auch? Normalerweise müsste ich in meiner Bude stehen. Mal schauen. Ich habe kein Zeug mehr im Inventar. Das ist normalerweise ein schlechtes Zeichen. Hast du aus Versehen ein Singleplayer-Spiel gestartet? Nö. Dann ist das schlecht. Dann spielen wir vielleicht doch kein Minecraft mehr. Wenn es dann mich dann hier. Au. Dann spielen wir meinen privaten Spielstand weiter, aber das Haus muss auch noch weiter gebaut werden. Habe ich auch schon ein paar Mal Minecraft gestreamt. Da brauche ich auch gerade meine gelbe Villa, wenn ich die mal weiterbauen. Machen wir das halt. Das wäre echt schade, weil ich hatte ein großes Vorhaben mit dem Berg. Ich weiß nicht, ist das kein öffentlicher Server, den du spielst, oder? Ich glaube schon irgendwie, aber mehr oder weniger privat. Dann frag mal beim Support an, was da passiert ist. Es kann ja nicht sein, dass sie dich einfach rausgeschmissen oder sonst was haben.
Ach, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, da habe ich jetzt, ist jetzt noch nicht. Na gut, ich würde es halt trotzdem machen. Nicht, dass da halt irgendwer rumrennt und Dinge kaputt macht. Oder es gab ein Announcement, dass sie die Version abgegradet haben oder sowas. Keine Ahnung. Oder hast du etwa einfach den monatlichen Ich meine, Mitgliedsbeitrag von 137,99 € nicht gezahlt? das war, wurde ich auch von jemandem eingeladen, der dann, das war auch irgendwie, ich glaube, das ist auch nicht so, es kann auch sein, dass das einfach, dass der einfach überrannt wurde und geplättet wurde, weil da war schon am Anfang an den ersten Tagen, wo wir drauf gespielt haben, hat sich auch irgendwie schon gezeigt, dass dann am Abend, wo ich dann allein noch auf dem Server war, kam dann irgendwie britische Spieler irgendwie drauf und haben mich dann bei einem beleidigt irgendwie dann irgendwie nicht auf den Server gehört. Also irgendwie waren auch die Sicherheit, war es mit der Sicherheit des Servers auch nicht sehr weit. Das ist auch. Ist jetzt auch irgendwie, naja. Ich bin auch hier irgendwo im Nirgendwo, also weiß nicht, wie weit das jetzt hier noch. Meine, so wichtig war das jetzt auch nicht, war noch nicht weit. Habe mich jetzt erst bisher erst nur in den Berg reingetunnelt. Da war jetzt nur noch nicht so viel zu sehen. Können Du wir hast auch. dich, das ist ein gutes Wort, du hast dich in den Berg reingetunnelt. Ja, so ziemlich war das Schön. auch. Jetzt bin ich zumindest wieder im Sumpfbiom, weil die Bergfahrt zumindest im Sumpfbiom. Oder in der Nähe des Sumpfbioms. Ist es vielleicht möglich, dass Gronkh gejoint ist und den Berg abgetragen hat, aus Versehen? Das kann sein. Ich habe übrigens ein Rollbahnfinale gerade. Okay. Ich ändere dann auch gleich die Kategorie, sobald ich mich entschieden habe, ob ich noch Minecraft weiterspiele. Mein Zeug hier weg ist, dann ist das. Da kann ich es auch. Kann ich sein lassen. Ja. Sieht schlecht aus. Hier sind absolut keine Gebirge. Hier ist Ozean. Boah, ich glaube eher nicht. Ach, wisst ihr was? Ich spiel im Einzelplayer weiter. Und dann muss ich hier nochmal. Ach, falsche Version. Dann müssen wir auf die nächste Version gehen. Na denn, wo ich noch mal an meiner Game will, weiter können wir auch machen. Warum nicht? Modi klappert im Hintergrund mit der Tastatur. Entschuldigung, dass ich mich bewege. So. Suche ich mal ein bisschen Musik raus. Gab es bei dir im Chat? Ah, Dexter ist dem Discord gejoint, sehe ich gerade. Na dann.
Wo ist der Dexter? Kriegt er gleich meine Engelrimmronne? Musik. Ich hoffe, die Playlist ist nicht zu laut und nicht zu leise. Dann rein hier. Da brauche ich hier noch ein bisschen an meiner grotesken Umgebung wieder weiter. Ah, Betonbrennen ist jetzt wieder dran. Ich freue mich. Na dann. Und sonst so? Gibt's noch was Neues bei dir, Mordi? Ja, ich habe aus irgendeinem Grund immer noch 50 Credits bei Dali. Also ich kann mir immer noch Bilder erstellen lassen. Beim Bilder erstellen Ding. Okay. Aus irgendeinem Grund habe ich 50 noch übrig, obwohl ich eigentlich keine haben sollte. Also keine Ahnung. Also Artflow. Artflow AI ist kostenlos. Ja, aber die ist auch scheiße. War ausreichend für die Projekte, die ich so mache. Ich hab ja allein heute schon wieder mit einer von den schlechteren guten die drei Katzenbilder reingeschickt. Das kriegst du halt bei Artflow einfach nicht hin. Ja, aber wenn du menschliche Charaktere brauchst für das Abenteuer. Ach du, da habe ich auch genug. Also für meinen Insel Pen and Paper habe ich jetzt einige gute Charaktere da schon gekriegt. Ach, Insel habe ich auch genug, Moment. Hier, das ist ein Charakter, den du einfach so kriegst. Ne, für Insel brauche ich keinen, da habe ich meinen eigenen Charakter. Da weißt du übrigens auch gar nicht, was ich brauche. Achso, außer wenn du deinen Charakter machen willst. Den habe ich dir ja schon geschickt, den ersten Entwurf. Wenn es dann final ist, dann entweder du machst dir selbst einen oder ich mache dann noch mit Hero Forge. Brauche ich den danach, damit ich den auf dem Hintergrund dann abbilden kann. Ja, du willst ja Hero Forge Zeug haben. Ja, das sieht am tollsten aus auf dem Hintergrund, dass man den noch dass man das dann noch dreidimensional dort draufpacken kann. Ja. Ja, zum Beispiel sowas hier. Kann sein, dass du das für die Insel kann ich gerade nicht gucken, kannst. Aber ein Schiff gestrandet auf einer Insel, so ein altes Piratending, vielleicht kannst du das als Setting reinbringen. Ich sag dir nix. Sonst würdest du ja wissen, was dich erwartet. Ja, alles gut, das war jetzt nur eine Idee, weil ich habe das gerade hier sowieso gespeichert. Ich sag dir nicht, ob ich was derartiges geplant habe oder nicht. Ja, aber falls du es gemacht hast, feel free, das Bild zu benutzen. Du willst ja das nur mitspielen. Deswegen sage ich dir mal lieber nichts. Ich habe genug Erfahrung, um das erstens trotzdem gut mitspielen zu können und zweitens interessiert mich auch nicht. Wie gesagt, falls du was geplant hast, kannst du gern benutzen. Falls nicht, kannst du es trotzdem für irgendwas gern benutzen. Ich kann dir sagen, ich hände das wieder bei meinem Politik-Pen and Paper, das ist die Taktik, die ich eigentlich ganz gut finde. Dass halt also das prinzipiell gegen alle NPCs gekämpft werden kann, aber nicht muss. Also dass man sozusagen einen Peaceful One machen kann, dass man sozusagen sagen kann, es gibt Wege, wie man Kämpfe komplett vermeiden kann, aber es gibt auch Wege, wo man
Kannst doch alle töten und fertig. So. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich spiele einen Typen mit Glatze, Schnauzbart und Hawaii-Hemd mit einer Armbrust. Ich werde sowas von jedem ins Gesicht schießen, den ich sehe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das hoffe ich doch. Also das ist wirklich out of character. Du musst aber damit rechnen, dass Leute zurückschießen. Das ist dann... Ach du. Ich halte meine Charaktere immer so. Es ist ein... Ich denke mir immer, es ist ein One-Shot. Hauptsache ich sterb cool. Ja. Bin damit bisher immer gut gefallen, bisher ist dadurch noch kein einziger meiner Charaktere jemals gestorben. Was ironisch ist. Also bei meinen Charakteren stirbst du relativ uncool, wenn du dich daneben verhältst, aber das ist dann. Wirst du schon sehen. Denkst du? Gibt auch Gegner, die ihr einfach nicht bekämpfen sollt, aber das werdet ihr dann schon sehen. Das ist dann. Die man nicht bekämpfen soll? Oder könnt, das liegt dann an euch. Das ist dann. Was dich also an The Forest erinnert. Ja. Gut. Also ziele ich auf die Weichteile, wo die Kinder rausgeschossen kommen. Dann werdet ihr dann, ihr werdet es schon mitkriegen, das werdet ihr dann. Ihr werdet es dann mitkriegen. Ich habe schon zu viel gesagt. Also. Ich kenne dich gut genug, ich weiß, auf was das passieren wird. Ich hab so grobe Ideen. Auch so ein paar Anspielungen, so ein bisschen Sachen, die da. Offensichtliche Sachen kommen dann natürlich schon vor. Ah ja, und wie viele Arme haben sie? Ich meine, das Monkey Island Anspielung vorkommen können, darauf kannst du dich gefasst machen. Da kann ich halt überhaupt nicht mitreden. Sollten wir einen Zombie-Piraten begegnen, schieße ich ihm ins Gesicht. Davon kannst du ausgehen. Das Thema bietet es an. Das schreit förmlich danach. Gut. Ich werde deine Kampagne sowas von ruinieren. Ein Zombie-Pirat habe ich noch nicht eingebaut, aber wenn du das willst, kann ich ihn noch einbauen. Ja, der gehört eigentlich dazu, wenn du irgendwas mit in Richtung Monkey Island willst. Nö. Und dir da im Kopf so, okay, muss ich aufschreiben. Nö. Ich bin wirklich gespannt, was du machst. Das Politik-Ding hast du ja überraschend gut hingekriegt. Bin ich auch gespannt, was ihr damit macht. Ich hab's ja schon gesagt, mein Ziel wird es sein, deine gesamte Kampagne irgendwie zu ruinieren. Ja, viel Spaß dabei. Ich werde irgendeine kaputte Mechanik finden und ich werde sie abusen. Es gibt erstaunlich wenige Sachen, das ist... You think... Das sind normalerweise eher deine Abenteuer, wo wir mitspielen, die kaputte Sachen, als die man kaputt machen ja, kann. Ja, aber ich gebe euch auch absichtlich die Möglichkeit. Außer es macht die ganze Welt kaputt. Normalerweise kriegen wir immer deine Welten kaputt, aber. Ich sag mal so, ich bin immer noch Teil von der Runde, die es geschafft hat, in DSA einfach so zu sagen: Okay, wir haben da einen Gegner, den wir besiegen müssen. Wir sind in einem Wald. Wir bauen eine Balliste und wir werden sie benutzen. Aha. Und damit geendet haben, dass wir eine fliegende Balliste haben, mit der wir auf alles geschossen haben. Was Spielleiter in dem Projekt, wo wir riesen Würmer hatten, die dann die ganze Kathedrale vernichtet haben. Ich habe damit gerechnet. Ich habe nur nicht mit dem zwangsläufigen Verlangen nach den Random-Effekten gerechnet. Was aber vollkommen cool war, weil es war eh nur ein kleiner Bullshit-Kampf. Ja. Von daher. Und ich habe Nazi. Im aktuellen habt ihr noch nichts kaputt gemacht. Yay. Noch. Wir kommen im nächsten Abend hier zu den Zauberern. Das wird chaotisch. Ich habe gesagt, in das Land, wo die Zauberer wohnen, nicht, dass jetzt Zauberern kommt.
Wichtig. Ja. Es wird schon wieder Nacht hier. Ihr könnt ziemlich stark. Ich sag mal so, ihr könnt ziemlich starken Scheiß finden. Wenn ihr ihn benutzen wollt. Ich meine, wir sind jetzt schon overpowered im Sephora Pen Paper. Ich meine, das ist mein Charakter schon. Ihr seid nicht mal ansatzweise. Ihr seid also doch ganz am Anfang so, wie es geplant war. Also meiner ist schon ziemlich overpowered, bin ich der harten Meinung. Das ist schon. Ich meine, man kann immer schlecht würfeln, aber die Werte sind schon übel. Ja, die Werte sind gut. Ich habe auch bisher noch nicht mit Nachteil, mit schwierigen Proben oder sonst was gespielt, außer es war wirklich nötig. Weißt du, das Prinzip jetzt ist, weil wir machen ja im Prinzip ein neues System. Im Prinzip ist, wir fangen langsam an und dann kommen immer mehr Regelungen und immer schwieriger. Na toll, ich werde es hassen. Außerdem... Wenn ich da nicht mehr durchblicke, dann kannst du ohne mich weiterspielen. Das ist dann... Wirst du, deshalb führe ich das langsam ein. Beim nächsten Mal, habe ich ja schon gesagt, kommen geistige Gesundheit und Zauberkosten dazu. Die hattet ihr bisher beide noch nicht. Die musst du jetzt mal kapieren. Die gehen dich ja eigentlich nichts an. Du benutzt ja deinen Zauber so gut wie nie. Ich habe nur den Tierzauber. Deswegen... Ja, genau. Und zum Beispiel geistige Gesundheit, dann endet es halt damit, wenn du auf... ich glaube, ich hatte festgelegt, unter 5 bist, hast du auf alles, was mit geistigen Dingen zu tun hat, extreme Schwierigkeit. Weil du halt komplett am Durchdrehen bist. Für mindestens einen Tag oder bis du irgendwas hast zum Regenerieren. Es wird lustig. Ah ja, außerdem ist es wirklich Glück, dass die über 100 im ersten Abenteuer gewürfelt wurde. Da sind es nur ein paar Narben, die ein bisschen hässlich aussehen. Ansonsten hätte derjenige nämlich eine ganz schöne Menge an Wert X verloren. Ich meine, die geistige Gesundheitsmechanik habe ich bei mir auch eingebaut im Independent Paper. Das hat einfach den Effekt, dass ihr dann einfach irgendwann Bälle mit Gesicht drauf habt, die irgendwann. Gut, also wird es bei mir vollkommen irrelevant, weil ich das sowieso tun werde. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das geskriptet habe, muss man nochmal gucken, wie ich dann. Es gibt auf jeden Fall noch keine bekannte Möglichkeit, die geistigen Gesundheitspunkte zu regenerieren. Also das, wenn er verrückt seid, seid ihr verrückt. Also das ist nicht wirklich. Da können wir gerne drüber. Ich meine, wir haben jetzt Zeit, da können wir auch gerne jetzt drüber reden. Ich habe da zumindest noch nichts viel geplant. Ich habe da. Ist da. Wenn gut, Klassiker werden zum Beispiel viel Ruhe. Das sind für die Ausdauerpunkte, das sind die generierst du. Nein, das hilft normalerweise auch, um dich ein bisschen zu beruhigen. Weil du bist innerhalb von. Wir werden da jetzt wahrscheinlich keine 3 Jahre spielen. Oder? Ja, aber es ist für das Abenteuer auch in Ordnung, wenn ihr verrückt seid, das ist halt einfach. Es ist da nichts, was euch massiv behindert. Kann man gerade mal nachgucken. Ja, da würde ich aber sagen, dass. Ich würde sagen, du solltest ein paar Verrücktheitsgrade einführen, die dann entsprechend die Proben allgemein erschweren. Geistige Gesundheit. Ja, das wäre halt ganz nützlich, weil ansonsten, ja, cool, wir sind verrückt, das bringt keine Nachteile. Schaden, da habe ich aufgeschrieben, Schaden durch eigene Taten, also gegen die Vernunft. Also wenn du halt irgendwas tust, was deinem Charakter komplett widerspricht, was du wirklich dann... Irgendwas okay, also komplett. Ich darf keine logisch argumentierbaren Dinge tun. Ja. Okay, gut. Gegen die, also was denn Taten oder Taten von Mitgliedern, die kommen, wenn sich jemand vor die Nacki auszieht und so weiter, das ist dann natürlich, wo das dann was also Taten von anderen. Okay, gut. Und manche Ereignisse, wenn irgendwas Unerklärliches passiert, das gibt auch ein paar Schaden. Wenn so ein paar Sachen, die ja. Ah, ja, Aliens. Okay. Regeneration unbekannt. Ja, wie gesagt, ich hätte gesagt, entweder Alkohol, Drogen oder sehr viel schlafen. Okay, das ist lustig, das kann ich euch schon erzählen, was kommt. Das würde ich in der Pre-Show auch erzählen. Es wird dann. Also wenn ihr auf 0 sinkt, also wenn ihr 0 geistige Gesundheit habt, dann Spielercharakter dreht's durch und wird wahnsinnig. Okay, das erzähle ich das, und da gibt es ein paar Nebeneffekte. Also dann wird es im Kampf ein bisschen, da habt ihr es gibt noch ein paar lustige andere Effekte, aber ihr habt eine 25% Chance, den Gegner zu treffen. wenn ihr auf 0 seid, und die anderen. Okay, das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, ja. Die anderen Sachen, da gibt's, sage ich euch noch nicht, aber da gibt noch andere Möglichkeiten.
die dann mit den anderen, wie viel Prozent, 75%. Ja, wahrscheinlich Selbstverletzung oder sonst irgendwas. Das werdet ihr dann sehen, wenn er folgt, wenn er wirst du schon seid. Hinkriegen. Das werdet ihr hinkriegen, das ist dann. Ja, aber wie gesagt, ich würde halt mit, ich weiß nicht, wie viele Punkte kriegen wir auf geistige Gesundheit? Ich kann ja gerade mal einen Charakter. Das habe ich noch nichts festgelegt. Müssen wir mal gucken. Das ist dann, das wollte ich eigentlich abhängig machen von eurem Charakter, wie viel ihr startet, also was euch für ein, wie ihr euren Charakter spielen wollt. Das würde ich dann sagen, dass ihr mit unterschiedlicher Geistesstärke da schon beginnt. Alles klar, GG 0. Nee, das nicht. Ihr sollt schon noch ein bisschen was verlieren können. Okay, GG 1. Alles klar. Ja, sagen wir, das maximal 50 würde ich sagen, wenn es wirklich, also wenn du wirklich topfit bist, würde ich dir sagen 50 ist dann schon dein, das ist schon eigentlich relativ ordentlich. Würde ich sagen, gib dir mal minimal, darfst du dir 20 geben, dass da, sonst ist es unrealistisch für dich. Wenn dich wirklich da minimieren willst, falls dich da. Ich bin auf 35. Ich bin nicht ganz. Ich bin nicht mehr ganz beisammen, aber das. Der Rest geht. Element hattest du. Sag mal. Kannst du, dass du das Element-Formularteil falsch ausgewählt hast? Was für ein Elementsteil-Formular? Das Formular-Ding. Ich kann Element nur Scheiße. Im selben Slot wie geistige Gesundheit. Ja, das, ich hab das ein bisschen angepasst, deswegen, ich hab's nicht hingekriegt, das Feld zu kopieren, deswegen. Da musst du halt ein bisschen, musst du Leerzeichen reinmachen, damit das da. Ja, hab ich auch gerade. Das ist leider unschönes Ding, aber ich habe keine Idee, wie ich es machen kann. Du wolltest, glaube ich, Luft haben. Als Element. Ich hab mir Luft eingetragen. Das ist in jedem Punkt am hübschsten, außer es endet mit, du hast Angst vor Luft. Dann. Da sage ich euch nichts, wie schon gesagt, da sage ich euch noch nichts zu. Ihr werdet ja dann. Wobei es wäre lustig, einfach permanent nur Panikattacken. Nicht eigentlich lustig. Musik ist gerade ein bisschen penetrant. Ja. Mach mal leiser. Ich weiß nicht, wie das im Stream rüberkommt, aber bei mir gerade auf dem Kopfhörer sitzt man penetrant. Was gibt es da noch? Ausdauerpunkte, das muss man gucken, wie wir das machen. Das würde ich mal. Also Ausdauer ist halt so gedacht, dass er halt einfach daran beschränkt sei, dass er. Momentan habe ich dann nur stehen, dass er nach einem halben Tag. Nach einem halben Tag rumlaufen, seid ihr halt müde und müsst euch hinlegen. Müsst ihr mal eine kleine Pause machen und da einen halben Tag unterwegs seid. Ja. Ich bin ganz ehrlich, das würde ich vielleicht auch in Kategorien ein. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Handeln, keine Ahnung, 100 auf dem Grundwert hast, dann würde ich dir halt extrem hohe Ausdauer geben, weil du bist körperlich fit. Wenn du halt 2 auf Handeln allgemein hast, bist du nicht körperlich fit. So will ich das jetzt zum Beispiel regeln, aber das musst du dir genau überlegen. Das ist ja nicht meine Sache. Ich finde es wichtig für das Abenteuer, dass ihr halt nicht, dass ihr nicht an einem Tag quer durch die, über die Insel rennen könnt, sondern dass er nach einem Tag. Ich meine, die Insel ist auch so geskriptet, dass er die nicht an einem Tag schafft, dass er da Wochen braucht. Das ist eine große Insel. Oh, wir standen aber in Großbritannien, okay. Ja. Gut, wir halten uns. Na, Wochen jetzt nicht, aber Tage. Das ist dann. Das ist ja dann zumindest. Ja, Hauptsache, ich darf Leuten ins Gesicht schießen. Ich trage mir schon mal Armbrust 100 ein. Ja. Die kannst du auch verlieren. Früher oder später. Allerdings, das ist eine Waffe. Die kannst du sehr leicht selber bauen. Sie ist zwar nicht gut, aber sie funktioniert. Wenn du das Material dafür findest. Es ist eine Insel, die wahrscheinlich bewaldet ist. Ja. Punkt.
Ohne mehr dazu zu sagen, ja. Du nimmst dir einen Stock, du machst dir ein Seil, beziehungsweise reißt dir ein Stück von deiner Hose ab im Zweifel, bindest das dran. Ah, du läufst also halt sofort, selbst läufst also dann ohne Hose rum. Verstehe schon. Ich gehe davon aus, dass es endet damit, dass ich nackt bin. Also wirklich. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, weil Kleidung ist Ressource. In dem Fall. Deshalb achte ich auch drauf, was ich genau für Kleidung trage, aus welchem Material. Das schreiben wir schön ins Inventar dann rein. In Klamotten schreibst du dir ins Inventar. Auch wenn die keinen Platz im Rucksack wegnehmen, schreibst du mir mal ordentlich auf, was du am Körper hast. Ja. Apropos, erlaubst du mir eigentlich ein richtig beschissenes Taschenmesser? Nein, Taschenmesser erlaube ich dir nicht. Warum? Weil es bei mir schon zu Survival gehört. Hast du in deinem Leben ein Taschenmesser benutzt? Aber du kannst nicht mal Ich hab ein Taschenmesser benutzt, aber das kannst du, ja. Habt ihr einfach von der Story ja nicht dabei. Ihr seid. Ich habe ja schon mal gesagt, ihr fahrt in den Urlaub. Ihr seid nicht. Ja, und ein normaler Mensch hat ein Taschenmesser dabei. Ich habe immer eins dabei. Ich hatte noch nie ein Taschenmesser im Urlaub mit dabei. Halt die Firmen waren realistisch. Und ihr seid erste Klasse Passagiere, ihr seid reiche Leute, die in Urlaub fliegen, ja. Halt ich für unrealistisch. Was erlaubst du denn? Würdest du eine Lupe erlauben? Oder ist das auch zu unrealistisch für reiche Leute? Wenn du unbedingt meinst. Ja, ich meine nur. Weiß nicht, was du damit machen willst, aber. Ansonsten haben wir halt 47 iPads dabei. Nein, damit kannst du halt Feuer machen, aber das ist halt. Ich wollte es halt eigentlich. Das ist einfach nur ein Beispiel, das ist nur ein Beispiel gewesen, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich das Ding wirklich mitnehmen würde. Ich meine nur, was ist so die Kategorie, was du erlaubst? Ich wollte euch am Anfang ein bisschen stranden lassen und euch ein bisschen Survival machen, dass ihr ein bisschen selber Feuer machen müsst, dass dieselbe Sachen, wenn ich schon Feuerzeug und schon eine Lupe zum Feuer machen mit dabei habt, dann ist das witzlos, aber wenn ihr meint. Ja, natürlich, weil es tut mir leid, aber ich persönlich reise jetzt nicht nur mit 7 Unterhosen. Ich hab halt ein Taschenmesser immer dabei. Weil es ist halt nützlich, wenn du mal eine Schraube lösen oder festschrauben musst an irgendwas. Oder dir ein Brot schmieren willst. Das ist jetzt nur so als Beispiel. Ich meine, Lupe ist unrealistisch, dass es irgendwer dabei hat, jemals, aber. Wenn es mir für deinen Charakter schlüssig erklären kannst, warum dein Charakter das da eine Lupe mit dabei haben sollte, bei deinem Charakter, du willst dir sogar abkaufen, dass du eine Lupe mit dabei hast. Das ist so ein Grund. Obwohl dein Denker. Kamera würde halt bei mir Sinn machen, ne? Du wolltest einen Survival-YouTuber, also einen mächtigeren Survival-YouTuber spielen, der. Ja. Der keine Ahnung vom Stoff hat, aber so schon so ein bisschen. Dann, ja, nicht, ich glaube. Nicht keine Ahnung, aber nicht gut darin ist. Dann gebe ich dir ein Taschenmesser. Dann macht das Sinn, dass du ein Taschenmesser dabei hast. Weil du das für eine sehr gute über Survival-Waffe hältst. Das A und O des Survival-Packs hältst. Ich bin sehr bewaffnet. Ich schlage zu. Ein Schaden. Ich schlage du hältst zu. Das, ein Schaden. Ich hältst schlage das, zu. Es ist kaputt. Du hältst das Taschenmesser für das Multiple Survival-Kit, was du. Ja, das macht Sinn bei dir, bei deinem Charakter. Ja, gut. Okay, cool. Ich weiß nicht, warum wir jetzt damit geendet haben, dass wir über meinen Charakter reden. Aber gut. Weil du das Taschenmesser. Spielst du immer noch Minecraft? Ich spiele noch Minecraft. Ich grab grad Kies. Grab mal nach Kies mit der Spitzhacke. Mit der Spitzhacke, ich bin sollst blöd. Sollst du nicht eine Schaufel vielleicht nehmen? Wart mal ein paar Minuten. Ach, du benutzt. Okay, gut. Das Stream hat ein bisschen Delay. Alles klar. Ja. Ich bin aber wirklich gespannt, was du mit dem Elementzeug machst. Weil egal was. Kannst du machen. Da kannst du gespannt wenn sein. Ich sag mal so, wenn du damit irgendwas Übernatürliches machen solltest, weiß ich, dass ich Dinge kaputt machen werde. Aha. Ich sag es dir direkt. Aha. Wie stellst du dir das vor?
Ja, zum Beispiel, du sagst, keine Ahnung, angenommen, ich hätte Wasser genommen und sagst du, ja, du kannst jetzt, keine Ahnung, so ein bisschen Wasser um dich rum kontrollieren. Okay, dann würde ich halt sagen, okay, ich stelle mich neben diesen Charakter, ich lasse ihn sich selbst umbringen. Der Mensch besteht zu 75% aus Wasser. Ich tue das jetzt. Ja. Und ich sag gar nichts dazu, das ist dann, finde ich dann Ich nicht mal weiß das nur, ich Beste. sag dir nur, pass auf, was du uns gibst. Ich kann mit allem Dinge kaputt machen. Wir werden sehen. Ja. Werden wir. Ich wollte dich nur warnen. Rechne damit. Ich sag's mal so, ist Was für eine relativ. Klimazone wird es eigentlich sein? Ich sag's mal so, ist relativ. Also ist relativ unwahrscheinlich, dass ihr übernatürliche Fähigkeiten habt, weil ich lasse euch ja, ich deswegen lasse ich euch ja auch, habe ich euch ja gesagt, dass ihr normale Urlauber seid. Deswegen macht es da relativ Sinn, dass ich da euch dann noch eine Fähigkeit gebe. Das wäre Aha, es wird entgegen also dem, eine was ich geplant Fähigkeit. habe. Okay, cool. Wie gesagt, es ist vollkommen egal, was du uns gibst. Selbst wenn du mir Du nichts findest gibst. doch irgendwas, was du kaputt machen kannst. Ich finde immer was. Selbst wenn du uns irgendwann in der Loot-Liste ein iPad gibst, Ja. werde ich daraus eine Bombe bauen. Zum Beispiel. Kannst du Weil ich weiß, versuchen. es geht. Die ist nicht gut, aber sie funktioniert. Muss dann wissen, was dir eine Bombe bringt. Ich meine, das ist da. Wenn ich Dinge in die Luft jagen kann, dann jage ich Dinge in die Luft. Das ist ein menschlicher Urantrieb. Ich Das meine, passiert. es gibt auch Situationen, wo die kaputt machen nicht immer helfen muss, sondern vielleicht auch negativ ist. Dadurch, wenn da. Muss ich meine Aussage, Hauptsache mein Charakter stirbt, cool. Wirklich doch mal erklären. Schwa. Ich neige dazu, sehr dumme Dinge zu machen, weil ich denke, sie sind lustig. Dann muss Max alleine aus dem daraus kommen. Mit seinem Charakter. Ja, Wir haben nur zwei Spieler. Wenn du stirbst, muss der alleine weiterkommen. ja, und dann sind meine letzten Worte wahrscheinlich einfach nur sowas wie: Lösch meine Browser-History. Schnell. Meine Smartphones dürft ihr euch ins Inventar schreiben. Die habt ihr hier. Das macht Oh, Sinn. ich werde sehr viele Smartphones im Inventar haben. Das Das macht kann ich Sinn, dir dass er die da. versprechen. Macht Sinn, dass er die dabei habt. Ich werde mir auch ziemlich viele Kameras mit reinschreiben. Wie gesagt, ich habe euch geschrieben, was ihr für Plätze habt, wie viel Platz ihr im Rucksack habt und wie viel Platz ihr im Handgepäck habt. Das So, wie da. viele waren das nochmal? Ich glaube, insgesamt waren es 20. Also, im Koffer darfst du 15 haben und im Handgepäck 5. Wie gesagt, ich werde sehr viel Technik mitnehmen und ich werde sie verdammt noch mal nutzen. Und zwar nicht so, wie sie gedacht ist. Würdest du mir ein altes Nokia erlauben? Mein Trend geht zum Zweithandy, aber was soll's? Es Das steht ein war jetzt altes Nokia, gemein. es steht ein altes Nokia auf der Loot-Liste. Deswegen meine ich nur. Gut. Ich Ich glaube, schreib es war mal ein auf. Samsung, aber. Also das Stein-Nokia, da glaube ich dir nicht. Das ist zu Ah, OP. Das ist verdammt. eine Allzweckwaffe, das hast du nicht. Ist ein Gameboy okay? Wenn's ein zerbrechlicher ist. Ist ein normaler Gameboy okay? Du kannst den Gameboy dabei haben, aber sobald du ihn als Waffe, das erste Mal als Waffe benutzt, dann sage ich dir, der ist kaputt. Ist der. Okay, alles klar, dir ist bewusst, dass du mir damit gerade ein
sehr mächtiges Werkzeug gegeben hast, denn das Ding hat schon eine Nuklearexplosion überlebt. Nö, das sag ich dir, wenn du den einmal als Waffe gegen irgendwas verwendest, ist der auf magische Art kaputt gegangen. Ich benutze das nicht als Waffe, ich werde das Ding als Werkzeug nutzen. Wenn das irgendwie entfremdet ist, werde ich dir, das ist hoppla, im ersten Versuch. Du schaffst damit eine Sache, dann ist das Ding kaputt. Okay, also den Stein, den Block Nokia laufst du mir nicht, den Gameboy laufst du mir nicht. Wenn was du gibt es denn noch, was nicht kaputt gehen kann? Du sollst die Sachen dafür, es gehen alle Sachen kaputt. Das Gesicht sehr, sehr laut gerade heute. Wenn ich erfinde ich das, dann sage ich das auf dieser Insel, ist das so. Ist das so. Wenn irgendwas nicht kaputt gehen kann, dann geht das auf dieser Insel kaputt. Okay, ich schreibe mir auf Thors Hammer. Ja. Ist ein billiges Replik von einem. Von der Filmrequisite. Ist aus Gummi. Ich überlege gerade ernsthaft, mir diese wirklich, wirklich schlechte Thors Hammer Werkzeugkiste von Ars aufzuschreiben. Ich meine, es würde nichts bringen, aber. Nein, es werden sehr viele Handys werden. Wirst du sehen, was dich damit machen lasse. Na, das, was man mit dem Handy machen kann. Ja. Ja, zum Beispiel Kamera wirst du mir eh erlauben. Kann man zum Beispiel die Linsen ausbauen, zum Feuermachen benutzen. Wer zum Beispiel drin ist, hat mehrere Schrauben, die man zum Bauen von irgendwas benutzen kann. Also ich sehe das schon so wie... Ich weiß ja, es ist Survival-Zeug. Ich werde die Sachen so auswählen, dass sie möglichst vielseitig sind. Aber wenn du damit versuchst, den Endboss zu besiegen, dann sage ich dir, nee, vergiss es. Nein, dafür pisse ich in ein Glas und schmeiß es nach ihm. In dem Moment, wo du es versuchst, wird der Endboss zaubert der Magie und verzaubert dir das in der Hand zum Gummidildo. Der Handy wird zum Gummidildo, als du versuchst, es gegen ihn zu setzen. Den habe ich mir aus Prinzip auch schon aufgeschrieben. Von mir aus. Darf er leuchten? Da ich Taschenlampen drauf habe, eigentlich nicht. So ein bisschen wenigstens. Okay, aber alle Geräte, du übrigens, das, weil das wichtig wird fürs Abenteuer. Das ist ein kleiner Spoiler, aber das ist, muss ich halt leider so sagen. Alle Geräte, die du mit hast, haben fest verbaute Batterien. Die kriegst du da nicht raus. Kannst du mir nicht sagen, dass deine. Du hast keine Batterien, du hast keine Möglichkeit, die Batterien aus deinen Geräten rauszubekommen. Das ist bei Handys und Kameras erschreckend realistisch. Auch aus deinem Gameboy, du schaffst es nicht aus deinem. Zur Not bist du unfähig dazu. Warum? Also legit, warum? Nicht. Das ist... Hat es was mit der Story zu tun oder ist das einfach nur, bitte benutzt keine Batterien, die sind zu stark? Sag ich dir was nicht. Was davon ist es? Ihr kriegt keine Batterien. Du hast nicht die Möglichkeit, da Batterien zu holen. Aus den Geräten. Ja gut, habe ich auch nicht vor. Mehr spoiler ich dir Powerbanks, nicht. Powerbanks existieren. Und die hat man normalerweise dabei. Die darfst du haben. Gut. Dir ist bewusst, dass es dass die meisten mittlerweile solarbetrieben sind, oder? Wenn du damit dein Handy laden willst, das kannst du machen. Alles klar, damit haben wir schon mal sehr viele Vorteile. Oder Nachteile. So, ich schreibe mir einmal auf iPhone und einmal Windows Phone, einfach aus Prinzip. Wenn du die miteinander kombinierst, dann gehen die aber in die Luft. Das ist dann. Du kannst kein Apple Produkt mit einem anderen Produkt benutzen. Dann sprengen sie dich in die Luft, du kriegst 50 Schaden davon.
Okay, du stirbst das dran. Das hast du jetzt live im Stream gesagt. Ich schreibe mir auf, Windows Phone explodiert bei Verbindung mit iPhone. Ja, aber nur zu deinem, das macht nur bei dir. Das macht beim Gegner das keinen Schaden. Das ergibt keinen Sinn, ich werde damit argumentieren. Du hast es live im Stream gesagt. Das ist da. Danke. Es verpufft ganz leise. Das werde ich nutzen, um Dinge kaputt zu machen. Das verpufft ganz leise. Das ist da. Ich wiederhole das. Ich gehe davon aus, es wird wahrscheinlich, du wirst es wahrscheinlich wie so ein Akkuband bei diesen legendären Samsungs, oder? Du berührst es, es geht hoch und es gibt eine Bombenwarnung am Flughafen. Es verbrennt, dann sage ich, es explodiert in deiner Hand und deine Hand ist verbrannt und nichts weiter passiert. Es verbrennt in deine Tasche. Ich erinnere dich an dein Inventar. Dein Inventar ist verbrannt. Du hast kein Inventar mehr. Ich erinnere dich erneut an meine Aussage, Hauptsache er stirbt cool. Und wenn es damit endet, dass ich zwar die beiden Dinge in beide Hände nehme, auf den Endboss springe und die dann aneinander halte, um beide zu sprengen, dann ist das so. Dein Inventar verbrennt dabei. Ende aus, du hast kein Inventar mehr. Ich vermutlich auch, aber ich mache auch ordentlich Schaden. Das werde ich verargumentieren, das kann ich dir versprechen. Ich lasse euch nicht gegen mich spielen. Ist da. Du musst auch auf ein paar Ideen eingehen. Da werde ich schon. Wenn es Werkzeuge gibt, werden wir sie nutzen. Ich werde schon Mittel und Wege finden, euch da Sachen so zu nutzen zu lassen, wie sie zu nutzen sind. Ja, du hast mir trotzdem gerade zumindest einen provisorischen Sprengsatz gegeben. Dafür danke ich dir. Wenn es dir was hilft. Es wird mir was helfen. Allein, um mich am Ende selbst in die Luft zu jagen, aus Dummheit. Wenn du meinst, das zu müssen. Wenn du meinst, die Zuschauer das Spiel kaputt zu machen. Du meinst im Einzigen? Ja. Ich sorge für lustige Szenen. Ende. Wie du meinst. Du hast noch nie mit mir als Spieler zu tun gehabt. Ja, das war... Außer das eine Mal, aber das eine Mal zählt nicht. Das war auch eine gute Sache bisher. Ich werde es auch bereuen. Du wirst es sowas von bereuen. Ich habe sehr viel Spaß an sowas. Werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Was ich euch erlaube und was nicht. Leg dich nicht mit dem Spielleiter an, Mordi. Was könnte noch nützlich sein? Ladekabel, wie viele würdest du auf einem Slot erlauben bei den Geräten? Eins oder mehr? Du hast ein einziges Ladegerät mit. Für alle. Alles klar. Na gut, sagen damit wir mal, kannst du alle, Ladekabel damit kannst du alles, damit kannst du alle laden. Das ist bei mir so, das ist universal. Da kannst du Apple und Samsung mit. Damit kannst du Apple und Samsung mit verbinden. Das kannst du alles. USB-C-Ladekabel mit iPhone-Anschluss. Ich weiß, dass es die Dinger gibt. Ich sehe die öfter im Laden. Das glaube ich kaum, aber. Damit haben wir schon ein bisschen Draht. Nice. Was kann man noch? Du machst mein Abenteuer jetzt schon kaputt. Ich denke taktisch. Du hast gesagt, das ist Survival-Ding. Ich nehme normale Dinge, die man im Zweifel gut dafür benutzen kann. Ja, ich meine, Smartphones kann ich euch nicht verbieten. Das macht logisch keinen Sinn. Das macht vor allem bei mir keinen Sinn. Ach ja, Kamera muss ich mir aufschreiben. Seid moderne Menschen, jeder hat ein Smartphone. Mindestens ein Smartphone. Mindestens ein Smartphone muss ich erlauben. Ja, bei mir halt. Mindestens zwei. Punkt. Das würde ich aber auch beschenken. Kamera. Das ist... Du wirst aber auch beschränken, du hast keine 100 Smartphones. Da. Habe nicht oder darf nicht haben? Hast du nicht. Hast auch so viel Platz nicht im Inventar, aber gut. Meine Taschen sind tief. Ja, alles klar, gut. Wie gesagt, du hast 20 Slots, die du verbrauchen kannst. Und du sagst mir bitte, was davon in der Handtasche ist und welches da von dem Koffer ist. Na gut, die Technik wird im Handgepäck sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil es ist logisch. Wie du meinst. Ich würde in meinem Leben nämlich niemals fliegen, ohne die Technik fünf bei Stück mir darfst zu haben. Fünf Stück kannst du im Handgepäck haben. Ja, aber das ist logisch. Der Rest ist in deinem Koffer und
Das Ladegerät ist ein Slot, also jedes gegen alles, was du einsteckst, ist ein Slot. Wenn du dir 20, wenn du dir 20 Handys einstecken willst, hast du nichts weiter drin. Hast du nur. Jedes Handy ist ein Slot. Also wenn du dir 10 Handys einstecken willst, hast du halt nur noch 5 Slots frei. Hast du noch 10 Slots frei. Erlaubst du eine Kamera inklusive Tasche und dem üblichen Zeug, was man bei einer Kamera dabei hat? Ja, aber ist in deinem Koffer und verbraucht ein Slot bei dir. Ja, klar. Damit habe ich schon mal das Handgepäck. Das sind nämlich die Handys, die Powerbank und die Kamera und das Ladekabel. Gut. Aber du hast kein Kameraset, also das Kameraset wäre dann ein. Also du kannst die Kamera in die Tasche stecken oder die Kamera plus Tasche kann in, das Ladekabel für die Kamera ist ein Slot. Das ist ein. Ja, ich meine jetzt hier eher so die Kleinteile, irgendwelche Ersatzdinger oder sowas, was man halt entdeckt. Dann darfst du es. Dann lasse ich dich aber nicht einsetzen, dann darfst du es nur für die Kamera benutzen. Du sagst mir da nicht, ich hab noch ein besonderes, da ist jetzt dieses Kleinteil, damit mache ich jetzt ein Feuer. Das lass dir nicht durchgehen. Objektive existieren. Linsen existieren. Ja, aber. Die man dabei hat, für gewöhnlich. Oh mein Gott, es gibt wirklich Kamerabrillen? What the fuck? Wie passt denn. Objektive passen ja nicht in so eine Kameratasche rein, das ist also. Nein, aber die werde ich mir einzeln aufschreiben. Ja, jedes einzelne Objektiv ist ein Slot in deinem Inventar, würde ich sagen. Also. What the fuck? Du kannst dir. Wie klein die Dinger sind. Du kannst eine Tasche für deine Kamera haben. Da passt vielleicht, da kannst du das Ladekabel drin verstauen. Weil ich dir mal sage, das ist meinetwegen von mir aus, passt da noch das. Ich weiß, wie groß eine Kameratasche ist. Da passt nicht viel rein. Da passt die Kamera drin und vielleicht noch. Alles klar. Vielleicht noch das Ladekabel. Mehr passt da nicht rein. Alles klar, gut. Dann nehmen die beiden zusammen einen Slot weg. Gut. Das erlaube ich dir noch, aber. Ja, danke. Da habe ich nicht gefragt, aber ich danke dir. Aber Objektive so. Musst du eins, die hast du dazu, wenn du dann da. So, wenn du einzelne Blenden haben willst, kannst du das da. Nee, es reicht. Ich werde die, wie gesagt, sowieso im Zweifel mir gar kein Feuer hinkriegen, demontieren und zum Feuer machen benutzen. Das ist relativ offensichtlich, dass ich das machen werde. Wenn es sein muss. Verderbt ihr euch den Spaß daran, das mit so einem Zeug zu finden, womit ihr Feuer machen könnt? Ich meine, das ist da euer Ding. Es ist. Die einzige logische Sache, du hast Dinge, du wirst die Dinge zum Überleben benutzen. Ja. Punkt. Wie gesagt, das ist euer Ding. Das ist so eine. Schreibst dir auf, also, was du davon am Handgepäck und was im Koffer hast. Ja, die ersten 5 Dinge auf Slot 1, 2, 3, 4, 5 ist im Handgepäck. Dann schreibe ich mir noch gerade. Alles klar. Machen wir jetzt eine Live-Besprechung zum Pen Paper. Offensichtlich. Können Leute schon mitbekommen. Ist ja nichts Geheimes. Ist ja das Inventar, ansonsten hätte das in der Pre-Show gemacht, von daher. Ja. Oder privat und das wäre dann einfach. Sollen die Leute ruhig ein bisschen Bock kriegen? Ist ja Werbung für das Pen & Paper dann, das ist ja auch nicht schlecht. Du spielst doch sowieso nur Minecraft. Ja. So, das schlechte Taschenmesser habe ich mir auf die 5 gelegt, das heißt auch Handgepäck. Die Kartewerte müssen wir dann auch noch gucken, was du da hast. Die werde ich mir privat geben, weil da weiß ich noch nicht, was. Da will ich dann auch nochmal drauf gucken, weil da hast du auch noch. Ich schicke dir sowieso zu. Wie gesagt, ich gucke da auch nochmal über dein Inventar drüber, was du da genau drauf stehen hast. Dann sage ich dir vielleicht auch bei dem einen oder anderen nochmal, dass du das nicht mit dabei hast. Okay, ich nehme ja das OP 10.000 Schadenschwert raus. Okay. Gut. Weiß nicht, wie viel dein Schwert auf der Insel nützt. Das ist eigentlich relativ. Halt, irgendwie relativ nutzlos. Das ist ein extrem nützliches Tool.
Genauso wie eine Axt. Oder eine Machete. Oder alles aus Stahl. Was kein Taschenmesser ist. Dann wiederum Holzspalten geht. Also, ja. Ihr habt eine Waffe. Ja, wie gesagt, ich habe das wirklich beschissene Taschenmesser. Du hast die Armbrust, du wolltest als Waffe haben. Ja, ja. Und ich habe zusätzlich halt das Taschenmesser, was du mir vorhin erlaubt hast. Ja. Aber das hält halt auch wirklich nicht als Waffe. Wenn du damit versuchst, dann. Das wäre ich auch so. Wie gesagt. Wenn du versuchst, mit dem Taschenrechner einen Menschen anzugreifen, dann weißt du, was passiert. Das ist halt. Damit wirst du keinen besiegen können. Ja, ich meine. Wenn jemand mit einem Säbel vor dir steht und du ihn mit dem Taschenmesser angreifst, dann ist. Da brauche ich dir nicht zu sagen, was passiert, dann, oder Mordi? Du meinst, dann haben wir einen Standard-Sony-Film. Beziehungsweise einen Standardfilm von, was weiß ich. Ja, Mordi, musst dir nicht erzählen, was dann passiert. Ob du das schaffst, mit deinem Taschenmesser den anzugreifen, dann, während der mit dir auf dich mit dem Säbel losgeht. Ich sehe schon, ich würfel dann einfach eine 1 und dann heißt es einfach nur noch, okay, du führst ein Duell mit einem Taschenmesser gegen einen Säbel, ja. Du gewinnst. Wäre schon lustig. Ich glaube, das wird passieren. Aber danach ist auch kaputt. Das Taschenmesser ist das dann. Ja gut, die eine Klinge, ne? Dann kannst du noch versuchen, mit der Schere gegen wen zu kämpfen. Mit der Schere? Einfach so mit beiden. Eine kleine Nagelknipser-Schere, das ist klein. Ja. Und steht der große Bosskampf so. Großer 3x3 Meter Boss vor dir und du da knips. Ja, es wird aber sowieso nur ein Tool sein, weil es gibt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Steine und ich weiß, wie man Holz spaltet. Ja. Also ja, das geht. Nicht gut, aber es funktioniert. Habe ich auch schon im echten Leben gemacht. Es gibt Steine. Ja, Steine, es gibt Holz, das heißt, ich kann prinzipiell einen Baum damit fällen. Es dauert, es ist anstrengend. Aber es geht. Strom ist ja sowieso kein Problem. Ich nehme einfach mal aus Prinzip an, Handyempfang haben wir nicht, oder? Vielleicht. Das wär's. Ich ruf kurz die Polizei an. Hallo, wir sind hier gestrandet. Holen Sie uns bitte. Ich meine, du kannst dir die Fragen selbst beantworten. Du kannst die Frage selbst beantworten, ob du auf einer einsamen Insel gestrandet bist und dann noch einen Internetempfang hast, einen Telefonempfang hast. Wenn sie nicht im deutschen Staatsgebiet liegt, normalerweise schon. Tja. Ihr werdet sehen. Das ist das Traurige. Na gut, ich meine, ich werde es probieren, aber ich gehe einfach mal davon aus, nein. So, was ist denn noch? Nützlich. Ja, ich glaube, ich lasse das jetzt mal hier. Wie viele Unterhosen sind erlaubt? So viele, wie du Slots hast. Eine Unterhose ist ein Slot. What the fuck? Okay, cool. 10 Unterhosen. Wie lang war der Urlaub gedacht? Obwohl, wenn das. Muss man mal gucken. Ja, deshalb, ich hätte halt gesagt, Einsatz Unterhosen, Einsatz Socken und so weiter, das vielleicht als ein Slot. Ich würde mal meinen Kopf halt wissen, jetzt beenden. Wie lange, weil ich bin jetzt nicht jemand, der mit einer Unterhose reist. Ich würde sagen, also von, habe ich mir noch nichts aufgeschrieben, aber wie lange auf der Insel sein werden, weiß ich nicht. Das ist, hängt dann teilweise an euch auch dran. Nee, es geht ja darum, wie viel die Reise an sich geplant war. Wie lange? Geplant war die Woche, würde ich sagen, eine Woche ist denkbar, dass er dann. Okay, dann schreibe ich einfach mal auf. Weil du gefragt hast. Also, wo ihr landet, auf welcher Insel, weil sage ich euch noch nicht, aber das ist, wenn dann. Ich sag gleich mal so, also unterwegs wart ihr nach in Richtung. Irgendwie beschreibe ich das also. Muss mir noch ausdenken. Ich muss noch überlegen, wo genau ich das hinführen will. Habe ich noch nicht einen guten Plan, deswegen sage ich nochmal. Die Frage ist nur tropisch oder Norwegen? Also, ihr wollt auf jeden Fall im Sommerurlaub ihr wart unterwegs in die.
in tropische Klimas. Welches Gebiet ihr wolltet. Was auf der Insel sein wird, ist dann nochmal eine andere Sache. Wo ihr unterwegs landet, ist dann noch eine andere Sache, aber. Es geht mir gerade nur um die Art der Kleidung, die ich dabei haben werde. Weil ich. Pack dir warme Kleidung ein für Sommer und. Okay. Gutes Wetter. Sommer, Sonne, heiß. Jetzt so. Strand. Gut. Ganz Strandklamotten an. Für einen Strandurlaub. Ja, ich denke mal, 5 Hemden insgesamt wird nützlich sein. Genauso wie auch, ich sag mal. So, aber ich würde jetzt gerade mal den Hosen Stream. Plus das, was ich trage. Ich würde gerade mal den Stream beenden. Ich würde mal sagen, wir können gleich nach dem Stream noch ein bisschen Charakter machen, wenn du willst. Sicher. Ansonsten. Hat sich ja irgendwie so ergeben. Ja, dann beende ich nochmal den Stream. Jetzt. Ich miete mich gerade mal auf Discord, dann kann ich den Stream noch beenden und dann. Machen Sie das. Ja. Bis gleich im Discord, wenn wir da weiterreden. Ja. Weil es sich ja irgendwie so ergeben hat, dass wir es jetzt scheinbar machen. Ja, warum nicht? Peppige Musik. Gut. Na dann. Wir sehen uns morgen wieder. Zu, ich glaube, Hello Neighbors, Hide and Seek. Wenn ich mich nicht irre. Muss ich gerade mal gucken. Ich gerade meinen Streamplan. Strömplan, lieber Strömplan, sag mir, was ich Sonntag streame. In dem Video, diese Speichereinstellungen ändern sich am 1. September, bitte was? Ist mir relativ wumpe. Der Hero of Authentic ist, glaube ich, Montag wieder dran. Zeitplan. Ja, morgen spielen wir, am Sonntag spielen wir Hello Neighbor, Hide and Seek. Das ist die Vorgeschichte, die Story zu dem Multiplayer Hide and Seek, zu dem Multiplayer-Spiel. Die ist hier. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Und Montag geht's. Montag spielen wir Day of Tentacle. Nächste Woche wird dann Day of Tentacle Hello Neighbor abwechselnd. Hello Neighbor habe ich schon geguckt, das wird nicht zu lange gehen. Da werden wir, glaube ich, nächste Woche schon fertig mit. 2-3 Streams brauchen wir dafür. Und wenn das alles klappt, ich verspreche es noch nicht, aber es ist geplant, dass ich dann. Wie ist das hier? In der Woche hier, das übernächste Woche, will ich. Sag schon. Monkey Island bitte spielen. Monkey Island. Return to Monkey Island. Das neue, was demnächst rauskommt. Weil ich dann am Release Day vielleicht nicht, wenn ich es nicht schaffen, aber dann in der Woche dann. Das ist so geplant. Nächste Woche erstmal der authentische Hello Neighbor im Wechsel. Gut, na dann, ab in die Endcard mit euch. Ich bin noch mit Mordi verabredet im Voice. Ich kriege in die Endcards, dann kommt noch mal drüber in den Raid. Zu jemanden. Gibt es noch andere tolle Streamer, zu denen ich euch heute hinweide. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu Hello Neighbor. Ab in die Endcards.
Endcard, sagte ich. Nicht Startbildschirm, nicht Starttrainer. Meine Fresse. So. Meine Fettfinger mal wieder den falschen Knopf gedrückt. So, schauen wir mal, wo wir hinreden. Mal schauen, wer gerade noch so live ist, was gerade wo gespielt wird. Na, dann würde ich doch mal sagen, der Historik, den haben wir lange nicht mehr gradet, der spielt gerade Pummelparty. Dann gehen wir mal zu dem rüber. Na, der Historik ist doch ein ganz lieber. Er kommt nochmals drüber in den Raid zu ihm. Und morgen wieder einschalten. Zu Hello Neighbor. Halt einen Sieg. Und habt heute noch einen ganz tollen Abend. Ein tolles Restwochenende. Wir sehen uns dann Sonntagabend wieder. Bis morgen. Haut rein. 2G out. Ciao, ciao.